Der Besenwagen ist überpünktlich an der Haltestelle. Die Fahrer winken dich hektisch in den Bus. Vollgas ist angesagt. Nach gemächlichem Jahresbeginn geht's heute mit Karacho in die neue Saison. Jedem Insassen wird ein neues Trikot angezogen. Dann geht's zur Regatta, zur Rollen-WM und letztendlich in die World Tour. Du kennst dich nicht überall aus? Keine Sorge. Wir passen auf, dass alle ankommen. Anschnallen, los geht die wilde Fahrt. Mein Name ist Bastian Marx. Meiner ist Paul Voss. Und meiner Andi Storff. Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von Athletic Greens. Herzlich willkommen auf der Busreise zum Ruderanleger. Ich habe es letzte Woche schon angekündigt. 2023 begebe ich mich für dich in unbekannte Gefilde. Und teste, was das Zeug hält. Heute erlebst du Test Nummer 1 der Reihe Frag nicht, was für Saft. 2 Jahre habe ich diesen Spot immer wieder eingesprochen mit der Anweisung, AG1 morgens mit Wasser anzumischen. Aber jede Routine kann, so gut sie auch ist, von Zeit zu Zeit mal aufgepeppt werden. Und fuck, ich hätte nicht damit gerechnet, was mich bei Test Nummer 1 erwartet. Ich bin heute in mein Labor gegangen und habe mir meinen grünen Smoothie zur Premiere mit dem Chef der Säfte Orangensaft angemischt. Und was soll ich sagen? Lecko funny war das gut. Es wurde der Bereich betreten, an dem man gerne eine Literflasche AG1 Orange vernichtet hätte. Okay, die Kalorienzahl des Drinks wurde natürlich erhöht, aber man gönnt sich ja sonst nichts. Und warum trinke ich regelmäßig AG1? Weil ich mir so sicher bin, dass mein Körper sehr umfassend versorgt ist. Mehr als 75 Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals und Bakterienkulturen sorgen täglich für meine Darmgesundheit, geistige Fitness, Immunsystem und Muskelerholung. Ein Messlöffel und ca. 250 Liter Wasser oder was auch immer, einmal am Tag, egal ob vor dem Training, im Homeoffice oder direkt beim Frühstück. Jetzt auf athleticgreens.com/besenwagen einchecken, AG1 90 Tage lang komplett risikofrei testen und deine Nährstoffversorgung unterstützen. Mit Routine für einen starken Start ins neue Jahr. Als Besenwagen-Hörerin oder Hörer erhältst du zusätzlichen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 Öl und 5 praktische Travel Packs für unterwegs bei Abschluss einer Mitgliedschaft. Jetzt auf athleticgreens.com/besenwagen for your win. Und dieses übermotivierte Intro habe ich geschrieben, bevor wir hier in die Aufnahme gegangen sind natürlich, denn bei meinen 2 Freunden ist Urlaubsmodus angesagt. Wir starten heute schöne 40 Minuten nach vereinbartem Treffpunkt. Also bei mir sind es 26 18, Minuten. 18:45 habe ich gestern geschrieben. Wo? Habe ich eben auch schon in die Gruppe gerepostet. Das möchte ich gerne... Der hat es auch nochmal repostet. Aber wo denn? Du musst halt auch mal dein WhatsApp lesen. Ja, erzählt mal von eurem kürzlich begonnenen Urlaub. Beide auf derselben Insel, jetzt hockt er auch noch im selben Haus. Wie weit wohnt ihr auseinander? Nee, wir sind ja auch zusammen hier hingeflogen. Wir haben letztes Jahr so viel Anfeindungen bekommen für unsere ganzen Streitereien. Deswegen dachte ich, wir nähern uns mal wieder ein bisschen an und machen mal einen gemeinsamen Radurlaub. Weil uns ist aufgefallen... Wir sind das letzte Mal 2019 bei der WM zusammen Rad gefahren. Ernsthaft? Krass. Ja. Ja, also mir ist es nicht aufgefallen, weil ich es nicht mehr wusste, aber ja. Aber Paul fährt halt nur noch in Amerika. Ja. Ja, vor allem versuche ich noch da zu fahren, wo es Sonne ist. Würde ich auch so machen, aber, ja, wenn ich es könnte. Aber ja, also wir können sagen, ich wohne eigentlich relativ weit weg, aber eigentlich auch nicht, weil die Insel so klein ist, dass man überall innerhalb von 10 Minuten ist. Außer heute. wo die Strecke anscheinend 40 Minuten gedauert hat. Ja, nee, aber ist, ja. Ich bin am Surfspot Andi oben auf dem Berg. Weil Andi muss da Trainingslager. Krass, Höhentrainingslager. Hat er sich halt gedacht, genau. Immer schön, weißt du, unten trainieren. Ja, und es war schon produktiv, so also auch auf Strava zu verfolgen. Auch schon 2-mal zusammengefahren. Ich bin stolz auf euch. Ja, ich glaube, die nächsten Tage wird es ein bisschen seltener werden. Ja, das glaube ich auch. Wenn Paul wieder richtig trainieren muss. Ja, das war, also gestern zu heute, das war aber an den Formsprung von 100%. Also gestern war schon sehr langsam, muss ich, also das war unter KB am Berg. Zum Teil. Aber heute waren es schon einigermaßen normale Wattwerte.
Aber man hat heute schon Wadenansätze bei Andi gesehen, also Ansätze von Muskulatur. Es ging schon also direkt schnell. Ausgetrocknet. Ich erwarte so ein Ulle-Comeback. Genau, so nach den 3 Wochen erwarte ich eigentlich, dass Andi hier mit einer Topform rausgeht. Und bei Grunter ist halt schon ein gravierender Unterschied. Das ist schon hart, ey. Also mit Power könnte ich. Es ist schon ein geiles Experiment auf jeden Fall. 3 Wochen Radfahren, so aus der Kalten auf Andis Körper drauf. Ja, vor allem, hier ist nicht flach, ne? Also Andi dachte ja wirklich, es ist flach, aber hier ist es also halt nie. Also ich habe mir flacher vorgestellt, auf jeden Fall. Du musst einfach größer und flacher. Größer hatte ich auch gehofft, aber ja, gut. Ich bin auch gespannt, aber vor allem frage ich mich, ob meine Knie das aushalten. Ja, weil Andi hat Köln ein paar Ruhetage und ein bisschen dehnen auf jeden Fall nicht, ja, also keine schlechte Idee. Der Torque, der keine oder Ahnung. Das Torque, wie nennt man das? Das Drehmoment. Der Drehmoment ist auf jeden Fall hier ein bisschen höher. Das Drehmoment ist auf jeden Fall ein bisschen höher hier als in Köln, das stimmt schon. Und ja, so aus der Kalten merke ich das auf jeden Fall so nah am Fahren. Ja, vielleicht auch das Alter, ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall einen Haufen Zuschriften bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr auch einzeln, ich auf jeden Fall auch einzeln und Besenwagen-Account, dass die Jungs auf diesen America's Cup-Segelbooten tatsächlich Rad fahren mit den Beinen. Und auch Dirk Tenner hat mich nochmal angerufen, ja, und mir das nochmal 20 Minuten lang erklärt. Ja, habe ich ja auch gedacht. Ich auch nicht. Ich wusste es nicht. Also ich wusste es halt mit den Händen, aber ich hätte es nicht gedacht, dass die wirklich... Ja, der meinte, das dauert 20 Minuten. Wie lange trampeln die denn da? Oder? Was machen die überhaupt? Ich habe mir natürlich auch keins der Videos angeguckt. Entschuldigung. Ja, Segel einholen. Nee, ich glaube nicht. Oder Dirk meinte, die haben so komische Flügel am Boot oder so, die so ausgefahren werden und eingefahren oder irgend sowas. Ja, genau. Die müssen ja um die Windrichtung und Geschwindigkeiten sowas steuern, die doch damit... Genau. Keine Ahnung, Mann. Also, nein, die Windrichtung, die ist vorgegeben. Aber ja, nein, aber also ja, die Teile fahren auf jeden Fall 100 km/h. Rauf und runter. Absolut geisteskrank. Ja, das ist insane, Mann. Auf dem Wasser. Und dann sitzt du da auf so einem 8-Mann-Tandem und fährst, weiß ich nicht, insgesamt, das wollte Julian doch mal machen, irgendwie zu seiner Abschlussarbeit, so viele Leute, so viele Rollen aneinander pairen, sodass die insgesamt 8000 Watt fahren. Auf so einem Segelboot wahrscheinlich schon. Wenn du dann Ineos draufsetzt. Mit 8 Mann, so kurzzeitig? Ja, ich kann mir vorstellen, dass das ja auch um Gewicht geht's voll die Maschinen nicht, sein müssen, oder? Ey, also vielleicht ganz so ehrlich, so BMX-Fahrer. Das, worüber wir gerade diskutieren, haben uns Leute auf jeden Fall schon die Woche 10-mal erklärt. Wir haben es uns nur nicht angeguckt. Richtig, genau. Ja, aber mir hat es keiner geschickt. Doch, mir schon. Hast du noch, Andi? Nee, es ist eine von den 2, die du schon kennst. Es wäre wirklich witzig, wenn ihr bei euch zu Hause einen Schrank voll hättet. Wir haben Wilma mit solchen Motivtassen. Und Wilma und ich. Ja? Heute ist Wilma mit Katze am Start. Okay. Aber hat Wilma Tassen von dir mit Katze? Tja, ist eine Idee, ne? Noch nicht. Vielleicht können wir die auch mit Besenwagenaufdruck im Shop verkaufen. Mit Katze. Basti mit Katze und Besenwagen. Okay, wollen wir ein bisschen über Radsport reden? Ey, das ist voll komisch, an die Nehme zu haben, weil sonst, wenn wir aufnehmen, man sagt ja was und dann dauert das immer so eine Sekunde oder zwei, bis Andi antwortet und man hat sich so an die Latenz jetzt, gewöhnt, dass es komisch du, ist. Dass wenn er du was Dummes sagst, ist. Direkt Schelle. Das ist mega weird. Dann. Jetzt gibt es direkt Schelle, ja. Erklärt mich mal bitte auf, was Sonny Colbrelli jetzt für einen neuen Auftrag hat. Ja, das habe ich leider nicht so wirklich mitbekommen. Der kriegt einen rechten Arm nicht mehr runter. Der ist bei der Siegerpose oben geblieben. Der linke ist runtergegangen. Keine Ahnung, Mann. Also, der geht für die Forza Italia. Das ist die Berlusconi-Partei, glaube ich. Ne? Genau. Eher nicht mehr Mitte rechts. Also konservativ kann man das nicht nennen. Eher so schon. Ja, genau. Echt? Ja, das ist schon eher. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wir müssten eigentlich nochmal über Colbrelli reden, weil eigentlich wie krass das ist, dass der so wirklich vom Höhepunkt seiner Karriere fast tot umgefallen wäre. Also muss man, kann man ja so als Besenwagen auf jeden Fall immer mal ansprechen, so ein Scheiß. Er geht selber als Kandidat in Wahlkampf, ne? Ja. Genau. Also das ist so, als wenn du in Deutschland, also du könntest in die CDU gehen, wenn du konservativ bist, aber denkst du dir, das reicht mir nicht, ich möchte dann doch noch ein bisschen weiter nach rechts rüberrücken. So, und das hat er im Prinzip auch gemacht. Also es gibt ja, ich gehe mal davon aus, auch da noch was davor,
Ja, gut, viel Glück und Erfolg auf deinem weiteren Lebensweg, Sonny Colbrelli. Nächster halt Südamerika. Miguel Angel Lopez scheint schon bei Medellin unterschrieben zu haben. Der wurde auf jeden Fall irgendwie schon ein Video gesehen, wie er mit dem Team Kit durch die Gegend fährt. Und jetzt wird auch noch Nairo Quintana mit dem Team in Verbindung gebracht. Okay. So. Da fährt übrigens auch noch Oscar Sevilla. Südamerikanischer Radsport. Ein völlig eigenes Universum. Welt, ich meine, kann uns egal sein, weil die Jungs werden wir nie sehen, so ungefähr. Aber die fahren halt so bei dieser Argentinien-Rundfahrt mit, glaube ich, oder sowas, ne? Nee, da gibt es super viele. Ja, schon, aber ich meine, jetzt, ja, die fahren also, schon viel, ja. World Tour Teams am Start sind. Ja, es ist. Ich bin mal gespannt, ob Lopez nochmal da rauskommt. Und ob Quintana da auch nochmal rauskommt oder ob die jetzt quasi einfach dann. Ich versauern tun die ja, glaube ich, bei so einem Team auch nicht, weil die sind ja trotzdem noch Stars in ihrem Land. Und ich glaube, das, was hier in Europa irgendwie so um die herum passiert, trotzdem kriegt man mit, aber ich glaube, es interessiert. Ist natürlich ein Abgang von der internationalen Bühne irgendwo, ne? Und ich weiß nicht, Quintana habe ich sowieso den, halte ich so für 50 Jahre alt, ist er eigentlich gar nicht, aber irgendwie so Karriereende wäre auch okay. Ist schon ewig dabei. Aber. Ja, wobei er eigentlich jetzt auch die letzten Jahre nochmal richtig krass abgeliefert hat, ne? Zumindest mal was so die reine Leistung, also das Ergebnis war jetzt vielleicht nicht das Beste seiner Karriere, aber die Leistungen, die er gerade in den letzten 2 Jahren gebracht hat, waren, glaube ich, außergewöhnlich gut. Ja, ich meine, hat auch einmal einen positiven Test auf Tramadol gehabt. Deswegen ist er ja jetzt weg. Hat er vielleicht auch so einen Teil dazu beigetragen und deswegen ist er jetzt weg. Ich weiß gar nicht, wie aktuell der Stand bei Lopez ist. Der wurde ja suspendiert von Astana beziehungsweise gefeuert, aber ist der... Also gesperrt ist er dann anscheinend nicht. Genau, also ich habe das Gefühl, als Astana gemerkt hat, dass die Chancen, also jetzt irgendwie ne, einfach jetzt so eine These von mir, dass die gemerkt haben, okay, man kann Cavendish bekommen, man braucht auch Platz im Team, dass das mit Lopez eine einfache steile, Sache war. Steile These, aber halt kann Platz sein. Zu schaffen. Weil, also er ist nicht gesperrt. Sonst ja, er ist ja wegen suspendiert Team. Wegen der laufenden Polizeiermittlung scheinbar und nicht wegen der laufenden Dopingermittlung. Ja. Aber wenn er suspendiert wäre, also wenn er auch von der UCI suspendiert wäre deswegen, dann dürfte er auch nicht bei Medellin fahren. Ja, klar. Oder wahrscheinlich auch nicht San Juan, aber ich gehe davon aus, dass er das fährt. Daher kann ich mir schon vorstellen, dass es so ein bisschen so ein Ding war, wo man dachte, okay, gut, wir können Platz schaffen. Und ich meine, Cavendish hat er anscheinend immer noch nicht unterschrieben bei Astana, ohne jetzt irgendwie einen Sprung in die Ecke zu machen, aber ja, ist halt... Es ist halt eh ein weirdes Team. Da kann ich mir echt vieles vorstellen, bei dem, um ehrlich zu sein. Ja, Medellin auf jeden Fall auch. Medellin, neue Rock Racing. Ja, aber das Geile ist halt, wie alt ist er? 42 jetzt, oder so, 243, glaube ich. Nee, der ist älter. Guck nach. Der ist ja das Gegenteil. Der ist ja vielleicht auch 46, ja. Der sieht jünger aus als Quintana, stimmt, ist aber 10 Jahre älter. Der sah immer aus wie 12 früher und jetzt mittlerweile sieht er aus wie 18. Aber der fährt dann noch so ein alter, halt gedienter mit dabei, oder? Hast du nicht die Tage da so ein Bild geschickt von der Liste? Ja, der ist 46, wird dieses Jahr 47. Ja, krass. Gut, Andi, du wolltest uns... Ja, du kannst direkt hier die nationalen Meisterschaften mitnehmen. Da ging es nämlich mal los jetzt mit... Nationalen Meisterschaften und nächste Woche oder jetzt am Wochenende beginnt die World Tour-Saison da, ne? Ja. Paul, du hast das Rennen aber geguckt, ne? Beziehungsweise Zusammenfassung. Ja, genau, also das Frauenrennen habe ich nicht geschaut, ich habe nur das Männerrennen geguckt und da so das Finale und zwischendrin mal so ein bisschen. Und wir hatten es vorhin schon auf dem Rad, als wir gefahren sind, da meintest du, dass der Plapp irgendwie überragend, weil du enttäuscht warst oder überrascht, dass er nicht irgendwie auch im Zeitfahren besser abgeschnitten hat, da meinte ich dann so, dass der jetzt auf dem Straßenrennen nicht der Stärkste war. Und ich weiß nicht, wer das Rennen geschaut hat, aber ich finde krass, wie abgebrüht der Typ ist für sein Alter. Der ist so abgewichst dieses Finale gefahren, immer letzte Posse, immer auch schön mit Loch, auch vorher auf den Runden, hat eigentlich nie was gemacht, immer nur attackiert. Und
ja, hat das also taktisch einfach am besten gemacht. Nicht der Stärkste gewesen an dem Tag, aber halt taktisch mega, mega stark. Und das fand ich ziemlich beeindruckend. Ja, ich habe auch nur die letzte Attacke gesehen von dem Rennen. Aber es sind ja auch irgendwie nur 24 Fahrer ins Ziel gekommen. Ja, ich glaube, Michael Matthews hat dann so die, er ist immer der gleiche Kurs, Teil halt. Der Nachführarbeit ja. immer gemacht. Wie, ist immer der gleiche Kurs? Ja. Ist, also, keine Ahnung, wie lange ich mich entsinnen kann. Also, vielleicht haben sie jetzt mal gerade getauscht, aber es war jetzt die letzten 5, 6 Jahre immer der gleiche Kurs. Okay, ja, krass. Die fahren immer auf dem gleichen Rundenkurs. Kann sein, dass es jetzt gewechselt wurde, aber davor war es immer der gleiche Kurs. Hm. Ja, Matthews war mega stark. Ja. Aber der muss halt die Löcher mit zufahren, zu Plapp. Genau, Zeitfahren, Jay Wine gewinnt. Ich bin echt gespannt, was UAE aus diesem Fahrer macht, um echt zu sein. Sah auch direkt, das Bild sah schon Jahren. Echt also, so komisch aus. Ich habe den immer noch im Alpecin-Kit irgendwie erwartet und dann habe ich so das Bild gesehen auf dem Colnago-Zeitfahrrad mit UAE-Trikot. Es sah direkt, aber es sieht irgendwie dann halt auch ernstzunehmender aus. Wenn ihr mich fragt. So, Alpecin war dann doch immer noch so der Swift-Weltmeister und jetzt ist es irgendwie sein, doch auch ein Straßenfahrer in dem neuen Kit. Ja, wobei, also ich meine, der hat ja jetzt bei der World Tour viele Etappen gewonnen. Das hat sich schon als Straßenprofi jetzt auch etabliert. Ja, aber krass, dass er auf jeden Fall jetzt mit dem, ich meine, Colnago hat jetzt auch ein Zeitfahrrad seit letztem Jahr. Laufrad-Update gab es bei. Was fahren die von Envy? UAE, ja, mit Envy sind die jetzt unterwegs. Weil, dass er da das Zeitfahren gewinnt, war ja schon irgendwie eine Überraschung. Ne? Also, ich meine, Luke Durbridge hat den Titel eigentlich gepachtet. Aber dass er den dann schlägt, schon als Nicht-Zeitfahrspezialist, war schon eine Überraschung eigentlich. Ja, muss natürlich auch sagen, dass halt der sitzt halt auch richtig gut auf der Karre drauf, ne? Das ist schon brutal. Und ich glaube auch, dass wenn auf einmal so ein Team halt erkennt, okay, die Watt sind halt da und dann ist es auch so einfach Feinschliff, ne? Um so einen Typen dann, dass er die Watt, also biomechanisch einfach aufs Zeitfahrrad bekommt. Und ja, wie gesagt, ich bin da echt mega gespannt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der in Zukunft echt in der Lage ist, so bei einwöchigen Rundfahrten auf jeden Fall, vielleicht auch bei einer Grand Tour echt ins Podium mitzufahren oder vielleicht sogar noch mehr. Also ich habe auch eine Zusammenfassung vom Frauenrennen geguckt, war nicht ähnlich wie beim Männerrennen, aber es war auch eine kleine Gruppe, 6, 7 Frauen und es waren 3 von Trek da drin und der Rest war alleine und die haben es halt dann auch so teils zerpflückt. Die ersten 3 sind einzeln ins Ziel gekommen und Brody Chapman hat es geholt. Zeitfahren habe ich nicht gesehen. Was ich hier noch aufgeschrieben habe oder was ich immer geil finde, ist, dass tatsächlich in Australien die Crit Championships mit dabei sind bei dem Wochenende oder bei der Veranstaltung. Mhm. Da fahren dann auch die Profis nochmal mit. Mhm. Ja, das ist bei denen ja auch relativ groß, ne? Das ist, glaube ich, alles so dieses so ehemalige englische Kolonien und die USA, da ist halt Crit irgendwie nochmal so. Ja, ganz ehrlich, ich würde das in Deutschland auch so machen, oder? Ja, aber hier hat es ja keinen Stellenwert, ne? Also hier ist es so Rummelboxen und da drüben ist es halt. Ja, aber macht es doch ein geiles Event, wenn du das ganze Wochenende dann vollpackst, so mit. Ja, okay, jetzt kommen wir aber schon wieder zu dem Thema Event. Also ich meine, also ich habe heute auch drüber nachgedacht, so was irgendwie so Gravel-Rennen angeht, oder wenn du jetzt allein, schau dir mal jetzt gerade die Cross-Rennen an, also war halt irgendwie das Gefühl, dass jetzt gerade einfach noch mehr Menschen diese Rennen vor Ort schauen als früher. Und dass dieser Sport gerade auch, du musst dich gar nicht für den Sport interessieren, aber das ist einfach so viel mehr so ein Happening auch für Leute von außerhalb Belgiens irgendwie gefühlt. Und das kriegt ihr gerade, das kriegt nice, der Straßenradsport, ne? Halt gar nicht. Und so, stellt euch mal vor, jetzt irgendwie deutsche Meisterschaft im Schwarzwald und du hast noch Gravel-DM und Crit-DM dabei. So, das ist so eine Radsport-Großveranstaltung, aber warum nicht? Gravel-DM, aber eine geile Crit-DM und richtig mit Programm drumherum, wo du einfach auch davor und danach einfach so was hast. Also das ist nicht nur lohnt sich ja auch als Zuschauer dann einfach dahin zu fahren, ne? Für ein Wochenende. Ja, und das haben wir halt in Deutschland echt gar nicht. Das kriegen wir hier nicht gebacken, da irgendwie so ein Event draus zu machen. Ja, ja, ist halt. Ist auch nicht so einfach, aber. Ja. Rick Sauser heute mir auch schon wieder geschrieben. Meisterschaft aufnehmen.
Wir sind ja auf jeden Fall eingeladen, aber Paul ist nicht da. Wir müssen das noch. Du bist da zur DM? Ich bin da. Ah ja. Ich kann da ja, sein. Du sollst da sein, da klar. Soll, ja. Ja, um was geht's? Okay. Rick, du sollst außer Call, Call so, wird nee, angesetzt. Nee, fahren werde ich nicht, aber. Ja, Andi, Tour Down Under. Ich bin ja jetzt schon heiß drauf, wer die ersten Etappen im Sprint gewinnt. Gesamtwertung habe ich mir gar nicht so große Gedanken gemacht. Dann habe ich mir die Startliste angeguckt. Auf jeden Fall eine stabile deutsche Fraktion am Start. Ja, stimmt. Allen voran Phil Bauhaus, der jetzt mit neuem Anfahrer Nikias Arndt, Jascha Süterlin ist mit dabei für Bahrain. Ich muss nochmal schauen. Kim Heiduk ist so mehr oder weniger der Sprinter für Ineos vielleicht sogar. Wird auch interessant sein. Dann ist FDJ mit einer Mannschaft am Start, die zu 50% mindestens aus Neoprofis besteht, die ja alle aus dem eigenen U23-Team kommen. Also das wird auch spannend, weil die haben mit, boah, der Vorname fällt mir jetzt nicht ein, Penway, auf jeden Fall einen der besten U23-Sprinter zu den Profis geholt und der fährt auch direkt sein erstes Rennen bei der Down Under. Auf den bin ich sehr gespannt und hier haben wir nochmal die Startliste. Ja, ich glaube, Bauhaus sticht schon so ein bisschen raus. Caleb Ewan fährt halt mit der australischen Nationalmannschaft. Das wird auch interessant sein, wie viel Support er da bekommt. Die aber Fahrer, die er da so mit dabei hat, die kenne ich nicht alle. Da muss man aber sagen, dass die australische Nationalmannschaft eigentlich jedes Jahr immer so ein, zwei richtige Burner dabei hat, die man vorher nicht so kannte. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die echt treten können. Also die werden schon wahrscheinlich auch Bahnfahrer sein zum Teil. Also ich glaube, so ein Leadout werden die kräfteverhältnismäßig, glaube ich, schon hinkriegen. Ob die Taktik haben, ist natürlich die Frage dann. Marius Meyerhofer ist als Sprinter für DSM dabei. Ist jetzt auch dann im zweiten Jahr in der World Tour unterwegs. Ist denn Rutsch schon erwähnt? Ja, viele sind noch da. Rutsch ist ja noch dabei, ist jetzt ja kein ausgewiesener Sprinter. IF setzt da krass so auf die Vorbereitung für die Klassiker. Die haben eigentlich ihre ganze Klassikermannschaft da schon am Start. Oder einen großen Teil davon. Gehen halt den Weg in der Vorbereitung über Australien, was bei anderen Teams jetzt nicht so ersichtlich ist. Ne? Naja, dann kommen wir jetzt nochmal die Deutschen mal komplett. Luis Lührs ist noch mit dabei. Max Schachtmann gibt sein Comeback, muss man ja schon fast sagen, nachdem er eine halbe Saison irgendwie gefühlt nicht dabei war. Und, habe ich jetzt einen vergessen, Yannick Steimle noch bei Sudal Quickstep. Sudal Quickstep ist immer noch total weird. Aber echt, echt richtig viele. Und das war's, glaube ich. Okay, deutsche Nationenwertung wird begutachtet am Ende der Rundfahrt. Boah, und jetzt so für Gesamtwertung? Boah, keine Ahnung. Schwer zu sagen, wer da jetzt in Form sein könnte um die Jahreszeit. Normalerweise war ja immer Richie Port Klassiker, aber der fährt jetzt nicht mehr und hat auch ein bisschen zugelegt, hat Paul mir heute erzählt. Und hat einen richtigen Shitstorm. Einen Fettshaming bekommen. Hab ich gestern ja, genau, also kein Shitstorm in dem Sinne, aber da hat er irgendwie ein Bild von sich gepostet auf so einem Oldschool Pinarello noch. Ich glaube aus dem ersten Jahr noch von Sky. Voll geil. Und ja, es ist ein bisschen mehr geworden, sagen wir mal so. Ja, ich kann nicht verstehen, dass Leute dann so mal einen Kommentar zu lassen, aber das ging wohl richtig ab, wenn krasse einfach beleidigend werden. Und da denke ich halt, also ich meine, das ist halt dann, also das verstehe ich halt manchmal nicht, wie man dann irgendwie so, als derjenige, der einen Kommentar schreibt, dann so ausatmen muss, dass man sich einfach irgendwie, einfach schreibt man es halt gar nicht oder, also es ist halt so. Sieht doch ganz normal aus. Also es sieht jetzt nicht mehr aus wie Richie Port. Sieht aus wie ein normaler Mensch. Man muss aber sagen, dass Richie Port jeden Winter. Aber das Richie Porte sah fast im Winter so aus. Ne? Also bei dem ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches, dass er im Winter zugelegt hat. Also man darf ihn nie vergessen, ne? Beim Radfahren ist es immer so eine Extrem. Wenn die zunehmen, sieht das ja einfach direkt so extrem aus, weil die vorher so abgehungert waren und auf einmal sind ja 4-5 Kilo mehr, sind ja aus wie ein anderer Mensch, wie aufgeblasen. So, das ist halt einfach so. Aber, oder 20. Ja, oder 20, ja. Ja, wie auch immer, Unmenschen.
Genau, aber jetzt lang rausgezögert. Zum Spannenden kommen. Ihr habt abgestimmt, wir haben abgestimmt. Ja, die Konkurrenz hat mich direkt gefragt, wie wir dieses Tool gebaut haben. Bleibt geheimnis. Ja, unsere Geheimwaffe hat das programmiert. Genau. Ja. Ich bin richtig enttäuscht von unseren HörerInnen. Welches Trikot? Nee, Moment mal kurz. Wir besprechen jetzt erstmal unsere Wertung. Ich möchte eigentlich schon. Ja, okay, dann hate ich halt nachher. Also, wir drei haben jeweils eine geheime Abstimmung gemacht. Und das Ergebnis wurde uns jetzt hier mitgeteilt. Womit fangen wir an? Mit den drei. Jeweils mit dem. Ey, sind wir uns eigentlich wirklich so einig? Wenn ich diese Liste angucke, ist es eigentlich auch so ziemlich. Okay, meine schon. Meine Top 3 sind das nicht. Ja, cool, dann habe ich gewonnen. Meine nicht. du hast wahrscheinlich den Typen, der den Algorithmus geschrieben hat, bestochen. Dass er, weil manche, ja, aber ihr müsst, manche Dinge ändern sich auch, haben wir dafür gestimmt. Also zumindest für das. Wir sehen ja hier die Durchschnittspunktzahl. Geht ja nicht. Ja, den Sieg. Okay. Beim Sieg sind wir uns ja einig, oder? Ja, ich glaube schon. Also Sieg eindeutig. Lass uns jetzt hier nicht auf die Folter spannen. Lass mal erstmal. Platz 3, unser gemeinsamer Platz 3 ist Movistar. Ja, nicht meiner. War jetzt auch nicht bei mir vorne. Also ist solide vorne mit dabei, wie die letzten Jahre auch bei mir, aber hatte ich jetzt nicht, glaube ich, mit dem Podium. Aber jetzt mal ganz, wie geht denn das, wenn der nicht bei dir auftreibt, bei mir auch nicht? Also ja, ich habe schon eine hohe keine Punktzahl höhere gegeben. Punktzahl geht schon. Als 8 gegeben, glaube ich, insgesamt. Und bei mir war, ich habe eine 9. Bei mir war 9 das höchste. Und bei Movistar war es auch kein. Das, war keine 8 auf jeden Fall. Aber was ich ein bisschen schade finde, ist, dass jetzt generell im Peloton jetzt so dieses Dunkelblau. Ja, jedes Jahr wieder, so wieder ein Trend, der sich durchsetzt. Also Movistar aber ja Movistar finde ich auf jeden Fall das beste Movistar-Trikot ever für mich. Das ist auch bei mir zum ersten Mal. Also ich fand es sonst vielleicht nicht schlecht, aber diesmal finde ich es wirklich gut. Aber habt ihr gesehen, dass die haben letztes Jahr auf La Passion gewechselt und dieses Jahr schon wieder, ne, auf Gobik. Also die haben jetzt vor einem Jahr gewechselt. Ich glaube, es hat nur ein Jahr La Passion. Und das Trikot, was die auf den Fotos anhatten, hatte nur einen kurzen Reißverschluss nur. Habt ihr es gesehen? Das ist der neue Trend. Zumindest, also da kann uns ja vielleicht mal Max Kanter oder Juri Heumann drüber aufklären, ob die wirklich. Wie hast du ihn gerade genannt? Juri Heumann. Julio. Ich habe Julio. Julio Heumann. Julio Heumann. Der wurde schon aufgenommen. Ja, ob das nur optisch so aussieht oder ob die wirklich nur bis zum M aufzumachen gehen, wäre interessant. Genau, dann unser gemeinsamer Platz 2. Auch nicht mein? Top 3 bei dir? Ist Drecksiger Fredo. Also ich kann verstehen, weil es ja klassisch ist, aber es ist halt boring. Also es ist Also ich habe ihm auch, glaube ich, eine 6 gegeben oder eine 7. Aber das 8 Durchschnitt heißt ja, dass ihr beide. Muss sein, ich habe nur einmal 8 gegeben. Nee, das kann nicht sein. Ich habe, also Track, glaube ich, ist für mich ein bisschen schlechter weggekommen als die letzten Jahre, weil es halt irgendwie. Nichts Neues und ist nichts noch Neues, sogar ne? noch ein bisschen unruhiger. Ist klassisch, aber ich finde, auf dem Rad, finde ich, sieht es aber immer gut aus. Also ich würde also fahren in dem Team. Mit dem Trikot. Ja. Ja, das stimmt. Was für mich Enttäuschungen sind von den Platzierungen her. Nee, wir kommen ja in unserer gemeinsamen nach den Liste? Top 3 zu den. Ja, so die ganz unten, die gehören da zurecht hin. Aber ich finde, Bora Hansgrohe müsste für mich besser dastehen. Ich finde es. Also ich finde, man hätte nicht so tun müssen, als wenn man ein neues Design auch rausgebracht hat dieses Jahr, weil das einfach, ich glaube, das fast das Gleiche einfach ist. Aber ich finde es immer noch gut, weil es anders ist, auch so also abstrakt. Und Age Dessert Citroën finde ich immer das noch ich gut. Auch, das habe ich auch relativ hoch reingeschätzt, Age Dessert.
das habe ich, da habe ich mich einfach im ersten Jahr dran satt gesehen und bei mir ist, glaube ich, alles klar. Deswegen ist es zu niedrig. Ich habe Intermarché noch relativ hoch. Ja, zum Sieger. Ja, da ging das, also egal, kommen wir später zu. Intermarché. Welches hattest du relativ hoch? Ja, weil es einfach so, es ist schon so Schrott, dass ich es gut finde. Es hat schon so ein Techno-Vibe. Ich weiß nicht, ob das eine lange Halbwertszeit hat. Ey, würdest du goldene Hose von Carapaz mit Trikot Nee, das passt nicht. Neongelb und Gold wird schwierig. Nee, wieso? Macht ja keinen Sinn. Nee, ist die Frage, ob du das machen würdest. Okay. Kommen wir jetzt zu Nummer 1. Hat jetzt nichts hier mit unserem langjährigen Partner zu tun. Aber kommt in unserer gemeinsamen Wertung auf Platz 1 EF Education mit dem neuen Trikot-Design. War jetzt nicht meine persönliche. Ja, meiner schon. Also war nicht meine persönliche 1. Ich finde halt gut, dass die. Also ich finde krass, ja, dass die jedes Jahr neu aus dieser Farbe. Das ist halt dieses Simple, also die, was jetzt auch wieder. Diesmal ist es ja richtig simpel, aber das finde ich halt geil. Also ich will nicht viel Schnickschnack. Mhm. Außer bei Intermarché, aber. Wir bekommen zu dem Trikot-Design von EF auch noch vom Designer, ist nämlich ein Deutscher, Felix Kraus, der das Trikot designt hat, für Rafa noch. Und der soll uns eine Voicemail schicken, sagt uns genau. Dazu nochmal was per Voicemail. Ist er Rafa-Designer oder? Oder hat er einfach nur. Er hat bei Rafa als Trikot-Designer gearbeitet. Hat jetzt mittlerweile das Unternehmen gewechselt, aber hat noch als letztes Projekt das Trikot von EF Education gemacht. Und das muss irgendwann schon letztes Jahr gewesen sein. Klar. Also relativ früh. Also das waren auch eure beiden Picks für die Platz 1? Für mich war es EF, ja. Also ich finde, das ist für mich so das einzige Team, wo du merkst, da setzt sich wirklich jemand hin. Der und vielleicht macht sich auch nicht unbedingt aus dem Radsport kommt. Das ist ja das anscheinend Ding. Auch. Da setzt jemand hin und macht sich Gedanken in einem allgemeinen modischen Kontext, finde ich. Okay, lass mal kurz über Intermarché reden. Das ist nämlich bei uns genau in der Mitte gelandet, auch mit einer 5 Punkten im Durchschnitt. Ich fand es, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, eigentlich ganz cool. Dann nach ein paar Tagen fand ich schon nicht mehr so spannend. Dann fand ich dieses Verwichte da unten irgendwie ein bisschen zu viel. Aber man muss sagen, Intermarché hat sich als Designer jemand extern dazugeholt. Und zwar diesen Typen, der auf Instagram immer diese ganzen Trikot-Mockups macht. Style Design oder? Style, genau. Der hat das Trikot designt. Mal gucken. Also, die fahren weiterhin cute. Rausholen können, aber ja, die Frage ist ja immer, wie frei bist du da? Ne? Ey, also, da hatten wir jetzt heute, oh Mann, ich will jetzt Leuten, oh nee, ich. Andi, willst du es machen? Also Paul fand die Sponsoren insgesamt nicht so sexy, die das Team noch weiter, also insgesamt hat, ne? Ja, also es ist halt, also, es, nee, also fang, wenn's bei, wenn du jetzt bei EF guckst, Rafa, Pock, Kendall, also es ist alles irgendwie so Marken, die so einen gewissen, ja, Kendall, die haben so einen gewissen, also sexy ist falsch, aber weißt, die wissen, wie Marketing geht, weißt du? Und ich sage nicht, dass die anderen Marken das nicht wissen, aber die sind jetzt halt nicht die Marken, die ich gerade genannt habe. So, von der Wahrnehmung her. Ja, trotzdem denke ich irgendwie so für mich, die machen eigentlich einen ganz guten Job. So, das Team, klar, das kommt from the bottom so, ne? Ey, Performance mega gut. Man muss auch mal sagen, auch wenn ich jetzt optisch nicht so geil finde, das Rad Cube muss auf jeden Fall ein schnelles Rad sein, weil sonst würden die nicht so gut fahren. Ja. Die Fahrer da sind auch alle mit dem Rad super zufrieden. Stimmt schon, hat jetzt nicht so ein. Die machen schon mega viel Image richtig, ne? Einfach, ne? Also, ich meine, also sonst hättest du nicht. Ich glaube, Budget zu Siegen, das Verhältnis war, glaube ich, letztes Jahr bei dem schon ziemlich gut. So auf, wenn man das so runterrechnet mal. Von daher, also ja. Aber ich meine, das ist halt so ein Klamauk an Sponsoren. Aber ich finde auch so ein bisschen Jumbo Visma. Geht für mich schon fast in dieselbe Richtung. Also das ist halt auch, habe ich heute gesagt, Jumbo Visma ist für mich das
das Pro Tour. Ja, oder auch so ein bisschen so, auch so eine Baumarktecke. So. World Tour heißt das schon seit mehreren Jahren. Oder so Real. Schön, World oder, Tour. Ja. Ja, nee, Real, Obi. Woolworth, sowas, so einfach so Marken zusammengeschrabbelt. Für mich passt es auch gerade gar nicht zusammen. Ich finde es voll komisch, Wout van Aert mit einer richtigen Brille zu sehen. Also mit einer Oakley zum Beispiel. Weißt du? Also den jetzt nicht mal irgendwie, weiß ich, was hatten wir vorher? Agu war auf jeden Fall, sind die Trikots. Ich weiß gar nicht. Ja, ich weiß nicht, aber sie für eine Brille. Aber das ist ja schon mal, das ist ja schon mal eine ganz, ganz klare Einschätzung und eine ganz klare Wertung, dass du nicht weißt, welche Brille er gefahren ist. Da ist ja nämlich was ganz schief gelaufen. Bei Wout van Aert müsstest du sofort wissen, welche Brille der fährt, so wenn alles richtig gemacht worden wäre. Aber vielleicht, bevor wir jetzt in die unsere drei schlechtesten Trikots mit der schlechtesten Bewertung gehen, meine Nummer 1 wäre gewesen Groupama FDJ. Finde ich auch nicht schlecht. Nee, als Bestes. Als Schlechtestes. Nee, finde ich als Bestes, habe ich als Bestes Trikot bewertet. Also, nee, ich glaube, Fabian und Paul haben es auch direkt gehatet, aber ich fand es eigentlich gut auch. Ich finde, also es sieht jetzt hier als Designentwurf gar nicht so geil aus. Guck, du musst mal gucken, Bilder, wo die Fahrer das jetzt schon hier anhaben. Weißt, für mich ist das so, die haben mal bei Boa rübergeschaut, fanden so ein bisschen die Anordnung. Ist ja geil, haben aber viel schönere Farben dafür ausgewählt. Nee, einfach blau. Mit den Trikolore da in der Mitte, ich finde das eigentlich ganz geil. Ich finde es einfach sehr, sehr lang, also ich finde es sehr, also das ist so, lass mal was Geiles machen und dann kommt das bei raus. Das hat für mich so ein bisschen Fußballtrikot-Vibes. Ja. So französische Nationalmannschaft. Und ich muss sagen, man muss ja sagen, also der Fußball ist im Trikotdesign gerade in den letzten Jahren ja nochmal ein paar Level hat. Ja gut, das liegt aber auch daran, dass da große Designer reingehen und das machen. Also. Aber ja, für mich ist das so eine Kopie von Bora in Blau. Also ja, aber grundsätzlich finde ich so ein Blau gut, so, persönlich. Und weiß nicht, vorher war es halt auch schrottig. Ja. Naja gut, du findest immer noch, dass es schrottig ist. Und ich muss sagen, wo ich es jetzt in Aktion gesehen habe, das Ineos-Trikot kommt besser weg auf jeden Fall als bei der ersten Präsentation für mich. Da wären wir bei meinem, der schafft es jetzt nicht in unsere drei schlechtesten Teams, aber bei meinem auch persönlichen sehr weit unten angelegten Ausreißer, nämlich dem Ineos-Abklatsch bei Rhein Victorious. Das finde ich schon immer unsäglich, das Trikot. Aber ist nicht unter unseren drei. Ja, das und dann noch blaue Socken dazu. Ja. Aber ich muss sagen, das Trikot, das berührt mich halt, das ist mir egal. Das hat mir schon das greift mich an. So, ich habe mit Jumbo-Visma sind wir uns ja einig. Wollen wir von unten anfangen? Ja. Ja, genau. Also Jumbo Visma ist unser Null quasi. Die sind durchgefallen, kann man sagen. Aber eigentlich ist es ja nicht scheiße, aber es ist einfach so komplett. Es ist voll scheiße. Ich finde es wirklich. Würde ich niemals anziehen. Komplette Beleidigung. Tut mir leid, Wagi. Ja, ich finde es auch. Also ich glaube, ich weiß nicht, einen Punkt dafür vielleicht gegeben oder so. Ich glaube sogar, dass ich letztes Jahr es noch besser geratet habe. Und ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Nee, ich weiß, was aber immer noch besser als das Sonder-Tour de France-Trikot. Also vorletzter wäre bei mir Jumbo-Visma gewesen. Nee, das fand ich besser als das jetzt. Ja, das fand ich auch besser. Naja, egal. Auf jeden Fall, auf dem vorletzten Platz kommt jetzt mein letzter Platz. Das ist nämlich, ich weiß nicht, wie heißt die jetzt? Jayco? Irgend sowas. Alula? Jayco Alula. Ehemaliges Green Edge Cycling Team. Oder wie auch immer die letzte hießen. Auch vielleicht auch schon ein bisschen zu oft den Namen gewechselt. Das sieht noch beschissener aus als letztes Jahr, oder? Ja, es hat so richtig Continental-Team-Vibes einfach. Also es ist für mich so. Also, wenn ich würde auch sagen, ist eigentlich eher so Amateurverein. Ja, also, ja. Ja, es ist auf jeden Fall nicht heiß. Ja. Und dann habt ihr hier was auf den drittletzten Platz gewählt. Da
Die hatte ich auf jeden Fall deutlich besser bewertet. Ja, aber weißt du, warum die da gelandet sind bei mir? Also ich hatte nämlich auch relativ schlecht bewertet. Ich glaube sogar weniger als das, was am Durchschnitt rauskommt. Weil die Arme finde ich furchtbar. Was haben die mit den Armen gemacht? Ja, aber das Bild, was du da siehst, das ist auch nicht so ganz korrekt, glaube ich. Nee, das war aber die Grundlage, auf der wir alle gewotet haben. Nee, ich nicht. Und ich finde bei UAE Team Emirates, finde ich halt die Arme, was die da hingebastelt haben, nicht mehr geil. So. Das holt mich gar nicht. Also man sieht hier so Ansätze von Gold in unserer Grafik, aber das sieht einfach so aus. Und ich finde das dann, also die Ärmel sind einfach schwarz, das ist ein roten Bruststreifen und der Rest ist weiß. So. Ich finde es relativ klassisch. Okay, ich muss sagen, laut dem Bild würde ich es anders raten. Mich stören halt die Ärmel. Ja, da ist ja überall Gold auf diesem Foto, nicht, was wir bei uns im Generator haben. Olympiasieger-Trikot für Pogacar für 2024 ist oder so. Keine Ahnung. Wie das da gelandet ist. Ja, okay, gut, dann würde ich mein Ergebnis oder meine Abstimmung da auch nochmal revidieren und überdenken. Aber das ist halt so, was ich da sehe. Also jetzt das Foto von Miguel Pierre, das sieht echt komplett anders aus als das Trikot, was wir da bei uns zur Auswahl hatten. Ich habe, glaube ich, Akea noch richtig schlecht bewertet. Was denn das? Einfach ein rotes Trikot. Das ist so einfallslos. Ja, aber wer Vierter ist, wenn Paul jetzt das höher raten würde, wer Viertletzter ist und dann Drittletzter wäre, ist Alpecin. Relaunch irgendwann mal unterm Jahr hatten, der absolut genauso aussah wie vorher und jetzt sieht so aus wie letztes Jahr. Nichts Neues ist auch scheiße, ganz ehrlich. Naja. Okay. Ja, ich will. Ja, weiß nicht. Also, ich finde den Verlauf ja von den beiden Grundfarben ganz gut. Die haben ja einfach ein bisschen zu viel. So, wenn du es von vorne anguckst, da ist dann so ein bisschen zu viel los auf dem Trikot. Aber so angezogen auf dem Rad, finde ich, sieht es eigentlich ganz gut aus. Also, ich finde, die Jungs sehen gut aus mit ihren kompletten Kit mit Rad und so. Ne? Das Rad ist ja weiß und... Nee, jetzt auch nicht mehr. Die neuen Räder sind, glaube ich, dunkelblau und dunkelrot. Okay. Nee. Ist es nicht nur das von Mathieu? Ich habe das von Baller und eben das von Jason auch schon gesehen. Okay. Ja, dann... Ja, dann gleichen wir mal mit der Gemeinde ab. Würde ich sagen. Wie hat die Gemeinde gewotet? Wir haben das. Es ist ein repräsentatives Ergebnis, muss man sagen. Vielen Dank, heute Morgen haben wir das reingestellt. Sind jetzt irgendwie 2500 Leute, haben abgestimmt. Wo fangen wir an? Ich lese einfach die ersten drei jetzt vor, oder? Mhm. Auf Platz 1 ebenfalls EF Education, Platz 2 Movistar und Platz 3, hier ist er Paul, Bora Hansgrohe. Auf Platz 4, muss man sagen, was bei uns ganz unten gelandet ist, Alpecin de Koenig. Cofidis finde ich eigentlich auch ganz cool. Mhm. Wäre dann auf Platz 5. Ich kann jetzt mal alle runterlesen, oder? Ineos, Trek, Groupama FDJ, ein bisschen weit unten. Auch höher oder besser bewertet mit über 5 Punkten Jumbo Visma, Age Desert, Akea Samsig. Dann geht's weiter. Astana für mich auch völlig neutral. UAE auch relativ weit hinten gelandet. Sudal Quickstep nicht so gut weggekommen, DSM und dann die letzten drei, eine Überraschung auf jeden Fall dabei. Bahrain, Victorious, vorletzter Intermarché und am letzten Platz Jayco. Alula, ich weiß immer noch nicht. Yo, in weiteren Episoden werden Sie Frauen-Trikot-Ratings und vielleicht noch Pro-Conti und Conti-Trikot-Ratings hören. Mal sehen. Nee, Conti lassen wir weg, aber Pro-Team nehmen wir noch mit rein. Wie machen wir es bei Frauen? World Tour ist auch ein bisschen wenig. Aber vielleicht nimmt man da auch nur so die... Ja, deswegen halt Pro-Team oder die besseren Pro-Teams und Oder noch so ein paar, die so erwähnt, die es verdient hätten, zu werden. Da kann man ja auch so im Kontobereich welche nehmen. Ja, unser Gast ist noch.
So, Besenwagen tatsächlich auch im Januar nochmal ins Trainingslager gefahren. Eigentlich hatten wir beschlossen, das dieses Jahr dann im Dezember mal so richtig zu machen. Aber ja, eine schon, weiß ich nicht, lang geplante, lang ersehnte Folge bahnt sich an. Wir wussten immer, dass das hier passiert mit unserem heutigen Gast. Aber wir haben es spannend gemacht. Und jetzt zum World Tour Debüt. Herzlich willkommen, Besenwagen nach Spanien ins Trainingslager zu Alpecin gefahren, Jason Osborne. Hi Leute. Hi Jason. Moin. Wo seid ihr gerade in Calpe? Nicht ganz Denia, also okay. Im Synchrosphäre. Ja. Ich glaube, meine Kollegen kennen sich aus, ich nicht. Ja, aber ist relativ beliebt. Das ist Hotel. Auf der anderen Seite von diesem Berg einfach, ne? Ja, ist an der Küste, so halt ein bisschen, glaube oberhalb von Calpe. Aber ist halt. Aber ich glaube, früher waren die da auch mal im Benidorm. Oder ihr wart doch sonst, oder habt ihr jetzt gewechselt? Benicassem waren wir jetzt im Dezember. Ah, okay. Ja, und jetzt sind wir hier. Ah, okay, weil ich kenne das noch früher. Das war da halt noch mit einem, das war da halt mit fast allen Fahrern, also jetzt im Dezember, das war mit Cyclecross, Frauen, Devo, World Tour, alle, also waren alle am Start. Und das war halt ein riesen Trainingslagerfahrt, also ja, mit fast allen Leuten am Start und jetzt ist halt so ein bisschen kompakter. Ja, okay. Ist es nochmal irgendwie jetzt Spezialtrainingslager für ein bestimmten Rennfahrblock oder tatsächlich normal Teamtrainingslager? Ich würde eigentlich sagen normal. Die haben es halt so in Gruppen aufgeteilt. Also ja, so ein bisschen so nach dem Schema Klassikergruppe, Climb-Gruppe und ja, es gibt, also so wie ich das sehe, gibt es irgendwie so zwei Klassikergruppen und eine Climb-Gruppe sozusagen und dann, ja, teilt sich das Ganze so ein bisschen auf. Wo bist du eingeordnet? Und dann wird halt auch dementsprechend in der Climb-Group. Okay. Ja. Wie ist das so? Ja, schon, also an den Anstiegen wird schon immer solides Fatmax gefahren, sage ich mal so. Für also dich jetzt, für andere vielleicht mehr, ne? Ja, aber man kann auch froh sein, jetzt vielleicht nicht mit Mathieu in der Gruppe zu sein. Also das war ich im November und ja, wenn er halt Bock hat, dann fährt er halt und entweder fährst du halt mit oder... fährst alleine. Ich glaube so. Ja, ich habe da... Ja, also wenn er... Ich muss... Wenn er halt alleine wegfährt vorne, ne, dann ist alles gut, dann wartet er auch, aber wenn der halt mit ein paar anderen weg ist, dann wird nicht gewartet. Ja, ich hab da schon Geschichten gehört von einigen Rennfahrern, die am ersten Tag vom, ich glaube, ersten Trainingslager sogar Bestwerte gefahren sind. wo halt ein bisschen, ja. Wo man es halt zu ernst, aber auch, also direkt vom Hotel weg, ne? Also nicht irgendwie am Ende oder Mitte vom Training, sondern halt aus dem Hotel raus und ja. Da weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Also es ist schon, das ist schon, ja, solide, was er da macht und auch so ein bisschen frei nach Schnauze, ne? Also wenn er Bock hat, irgendwie jetzt hier mal 3 Minuten zu ballern, egal was auf dem Trainingsplan steht, es wird einfach gefahren, wie er Lust und Laune hat. Geil. So. Ja. Und ja. Das war, wo war das? Ja, also sind auch manchmal ein paar riskante Situationen auch. Also bei der Swift Academy, also erstmal wurde jeder Ortschild-Sprint natürlich gesprintet und ich kann mich erinnern, da war ja eine Situation, er ballert halt vorne weg alleine, wartet auf uns hinter so einem Orangenbaum und um uns halt dann abzuwerfen mit so Orangen und dann sind wir halt gerade angekommen und er will aufs Rad und auf die Straße halt und gerade in dem Moment kam halt auch ein Auto und ich habe mich umgedreht und ich habe gedacht, das war's jetzt. Also das Auto halt hat eine Vollbremsung gemacht. Es kam Qualm hinten raus, es war wirklich Millimeter noch. Da warst du selber noch bei dieser Swift Academy? Nee, da hattet ihr Fahrer von der Swift Academy dabei, oder was? Also es waren halt 5 eingeladen, mitunter okay. Halt mir,
Der Ballaschet war auch dabei. Ach, das war jetzt vor kurzem. Ja, Weihnachten, ne? Nee. Ja, im November. Okay. November. Ja. Das gehört zur Ausbildung bei der Swift Academy, dass du auch so fliegenden Orangen ausweichen musst. Ja, genau. Ja, ey, lass mich schon ein bisschen ausholen jetzt hier, ne? Ist ja eine wilde Geschichte, in die wir heute auch reingehen. Und ich habe mich echt seit langem auch mal wieder ein bisschen vorbereitet hier. Ergebnisse geguckt und so weiter. Und dann ist ja auch tatsächlich ganz witzig, dass auch Jason und ich schon den ein oder anderen Nachmittag mal zusammen verbracht haben. 2018 oder so. Genau. Oder 2019, glaube ich, muss das gewesen sein. Naja, wer es noch nicht weiß, Jason Osborne, ursprünglich mal relativ schnell gerudert. 28 Jahre jetzt alt. Ich glaube, im Moment wohnst du in Offenbach. Ist das noch so? Ja, also okay. Ich weiß es nicht. Es war aber auch eher, ich sag's mal kurz, es war halt eher auch dem Rudern angedacht, weil halt ich meine Trainingsgruppe gewechselt hätte nach Frankfurt. So, und die Frankfurter, die trainieren halt in Offenbach. Und genau, dann hat halt sich da halt einfach eine Wohnung ergeben von einer anderen Ruderin, die ganz gut war und jetzt auch nicht so in dem krassen Metier so von Offenbach, was man so kennt. Also ist schon okay und deswegen wohne ich halt da, aber ja, ob das jetzt halt fürs Radfahren halt langfristig so Sinn macht, weiß ich auch nicht. Sagen, aber, ja, da bin ich oft unterwegs, aber muss halt immer durch die Stadt da. Ja, jetzt kommen direkt so ein paar Halbwahrheiten oder so Sachen, wo ich mir nicht ganz sicher bin, können wir direkt alles klären. Also, Vater Brite, schon mal, habe ich aufgeschrieben. Da kommt der Name her. Richtig, und deine Eltern haben, keine Ahnung, warum ich das im Kopf habe, eine Luftballonfabrik? Ist das richtig? Fabrik nicht, aber Verkaufen Luftballons, alles klar. Luftballons, richtig, ja. Was für Luftballons? Wo man so Tiere ausfällt und so? Auch, also Heliumballons, Modellierballons, das sind ja die, wo man die Hunde rausbaut. Ja, zu allen möglichen Anlässen. Ja, eigentlich also die ganze Palette. Okay. Geil. Und ich glaube, sind der größte Distributor in Deutschland. Also, ja. Also quasi jeder Luftballon, der in Deutschland aufgeblasen wird, kommt irgendwie viele. Von deinem Vater. Viele, ja. Also. Krass, es gibt halt so Jobs, die muss es halt irgendwie auch geben, weil wir blasen ja irgendwann alle mal Luftballon auf, aber du denkst halt nie drüber nach, dass ja auch dahinter einfach irgendjemand muss das Zeug ja vertreiben und es ist halt so, ich will jetzt nicht auf die Idee kommen, Luftballon zu vertreiben. So Kaufmann halt. Ja, also meine Eltern haben irgendwie früher halt einfach mal sich das halt gedacht, so komm, probieren wir einfach mal, verkaufen wir mal Luftballons und haben halt auch so irgendwie angefangen hier in der Garage und alles ganz klein und ja. Hat funktioniert. Jetzt, wie sah ein Kindergeburtstag bei dir aus? Ja, die also ballontechnisch immer... Ballontechnisch ganz vorne. Ballon... High-End, ja. Geil. Oh Mann, ey. Okay, lass in die Ruderkarriere reingehen. Ich habe jetzt nochmal so die allerwichtigsten. Und auch alle Kindergeburtstage von den Freunden dann auch alle. Direkt mitgesponsert. Tipptopp. Also. 2013, 14 habe ich mir aufgeschrieben, wirst du U23 Weltmeister im Leichtgewichtszweier. Richtig? Ja, da fing das halt so an im Rudern, sag ich mal 2013, 14, so international und dann also ging das da eigentlich so jedes Jahr. Leichtgewichtszweier ist dann auch so deine Disziplin geblieben, erste Olympiateilnahme 2016 in Rio, da werdet ihr Neunter, 2019 wirst du schon mal Indoor-Weltmeister, diesmal im Rudern. 2000 Meter Ergo. Ja. Und danach, ich habe das ja dann so ein bisschen mitverfolgt, dann war Vorbereitung auf Tokio, was verschoben wurde. Ich glaube, ein Europameistertitel oder ein Vize-Europameistertitel.
Ich glaube, Europameistertitel ist tatsächlich nur das Einzige, was fehlt. Also, ich glaube, ich habe zweimal Silber, einmal Bronze. Ja. Aber irgendwie Gold hat es. Naja, auf jeden Fall werdet ihr Johnny Rommelmann und du in Tokio dann tatsächlich Zweiter und holt euch eure Medaille ab. Und ja, ich habe es schon angeschnitten. Der Übergang in den Radsport, der wurde schon vorher so ein bisschen angefangen, beziehungsweise du hast dir vorher darüber Gedanken gemacht. 2017 wurde im Mainzer Ruderverein schon eine ganz stabile Trainingsgruppe gegründet, habe ich gelesen. 2018 hast du mal Zeitfahren ausprobiert bei der DM, wirst Achter. Und ja. 2019 wolltest du dann noch ein bisschen nachoptimieren und da haben wir uns getroffen auf der Bahn in Büttgen. Lars Teukenberg hat Aero optimiert und ich habe währenddessen so ein bisschen auf die Position drauf geguckt. Lennart Klein, unser gemeinsamer Freund, war noch dabei. Und dann ging das alles so los und da gab es ein paar Zeitungsartikel. Wir kennen alle den umtriebigen Ralf Denk, der dann das liest und wenn er Tour de France liest irgendwo und eine Gelegenheit wittert, dann schreibt er einem auch mal auf Instagram. Ja, und das war dann so die Zeit, wo es sich langsam erhärtet hat, dass das theoretisch klappen könnte. Und ich weiß, Paul, du wolltest gerade einen Einwurf machen mit der Rudergruppe. Ja, nein, also Jason Osborne kann man ganz schnell zu Jason Bourne machen und dann Rommelmann. Es ist auf jeden Fall ein mega Duo. Johnny Rommelmann und Jason Osborne. Ja, Paul hat da einfach so ein Ding mit Namen. Ja, aber da kann man es auch nachvollziehen. Keine Ahnung, also das ist einfach mega geil. Die ganze Kombination. Aber ich habe auch schon oft einfach so, ohne drüber nachzudenken, Jason Bourne gesagt. Aber bin ich wahrscheinlich nicht der Erste. Nee. Den hat schon mal einer gemacht. Der Rulo. Der Rulo hat man auch oft. Der Rulo, ja. Okay. Ozzy Osbourne ist das andere dann. Erzähl mal, wie das lief. So. Du hast ja auf dem Weltklasse-Niveau gerudert und wie ich auch lernen durfte, alle Ruderer eigentlich trainieren auch auf dem Fahrrad. Ausdauer. Oder so gut wie alle. Also ich sag mal, die Leichtgewichte halt vermehrt, ne? Die schweren halt eher nicht, die sind dann eher im Kraftraum, weil die halt, ja gut, die brauchen jetzt nicht so, bei denen ist halt eher Kraft so entscheidend, aber ja, vermehrt sieht man das halt bei den Leichtgewichten, dass die halt viel Radfahren, auch andere Sportarten, ist ja jetzt so eigentlich so der Trend. Also siehst du ja, fast in jeder Ausdauersportart wird ja Rennrad gefahren. Weil es halt einfach wenig Impact ist auf den Körper halt, also du kannst halt viel Volumen machen und machst dich halt nicht platt. Und das ist halt so. Ja, selbst im Laufen fängt man damit mittlerweile an, dass die auch mal mehr aufs Rad gehen. Ja, Gelenkschonung, Ausdauertraining halt. Also geh mal 4 Stunden laufen. Also das kannst du machen, aber auf Dauer. Ja, das ist dasselbe wie beim Rudern. Kannst du halt nicht machen. Also so 4 Stunden rudern, ja. Also nach 90 Minuten ist meistens halt dann Schluss. Also weil dann wird halt auch die Technik auch, lässt so ein bisschen nach. Und du kannst halt einfach so dieses Niveau, also dieses technische Niveau nicht länger als 90 Minuten aufrechterhalten, weil es halt einfach körperlich sehr anstrengend ist und halt auch noch viel Konzentration. Ja. Leichtgewicht bedeutet übrigens, dass du im Wettkampf 72 oder weniger Kilo haben musstest. Vielleicht, ja. Das Einzelgewicht ist 72,5. Also wenn du jetzt den Einer fährst oder so, dann darfst du bis zu 72,5. Wenn du aber ein Mannschaftsboot fährst, musst du 70 im Schnitt haben. Sprich halt, also man darf generell nie über 72,5, aber wenn jetzt, sag ich mal, der Johnny 72,5 gehabt hätte, dann hätte ich 67,5 bringen müssen. Das wäre dem Schnitt auf die 140 kommen. Krass. Okay. Ja, also genau, aber kannst du uns noch mal kurz was zum Rudern irgendwie auch erklären? Es gibt ja bei Olympia nur eine Distanz, oder? Das sind die 2000. Ist das richtig? Genau, also es ist nur, also es ist immer die gleiche Distanz. Es gibt nicht irgendwie wie beim
Kajak, Kanu hier 250, 500, 1000 Meter. Das ist immer nur 2 Kilometer. Ja. Wie lange braucht ihr halt dafür? Also wir sind, glaube ich, sogar in Tokio jetzt hier recht nah am Weltrekord, also zumindest olympischen Rekord gewesen. Das sind so 6 Minuten 5. Also sind so knapp 20 km/h. Ja, vor allem, das ist ja auch so ein krasser Effort, ne, so fürs System. Das ist ja echt Ausdauer, aber gleichzeitig irgendwie auch noch, also du brauchst ja trotzdem auch, musst ja extrem viel Laktat produzieren können. Hohe VC Max. Es ist halt schon, kein Wunder, dass die Ruderer alle so Maschinen sind. Also du musst halt erstmal voll ins Laktat gehen, so für 500 Meter. Und dann hast du so ein Mittelstück von 1000 Meter, wo du halt irgendwie verwalten musst. Also da musst du halt irgendwie dann gucken, dass du effizient bist. Ja, und dann geht es auf die letzten 500, was dann auch wieder ein Sprint ist. Also du hast einen Sprint, Mittelphase, Sprint. Und die Mittelphase ist halt auch nie locker. Die ist halt auch, tut auch richtig weh. Weil du halt das Laktat never ever irgendwie abbaust. Ja. Was war das höchste Laktat, was ihr jemals gemessen habt beim Rudern? Ich glaube, ich bin mal in Köln, also bei der einer Kaderüberprüfung vor Rio war das, haben die bei mir 22,5 oder so. Ja, und danach war ich aber auch, also das war das Krasseste, was mir so in Erinnerung ist. Also da konnte ich auch nicht dann irgendwie zurück zum Steg. Also mir musste da geholfen werden, weil ich halt einfach, ja, quasi schon klinisch tot war, halbtot. Ja. Und genau, wie viel hast du jetzt auf dem Rad? Weil das ist ja nochmal ein Unterschied. Also man kann sie ja auf, so bei so einem Ruder viel mehr verausgaben. Also wie beim Laufen, wo du ja auch tendenziell erhöhere. Also ich weiß, 17 komme ich. 17 kriege ich hin immer noch. Das so. Also auch krass, ne? Als Bergfahrer ist es auf jeden Fall krass. Also ich meine. Also 3-Minuten-Test gefahren. Ja, da kam ich auch irgendwie so zu 17,5 oder sowas. Okay. Hat sich das Gewicht schon geändert? Schon dass die ganzen Gewicht geändert. Ich merke so langsam so ein bisschen halt, die Arme werden weniger. Also es geht sehr langsam. Ich habe gehofft, dass es ein bisschen schneller geht, zumindest tut sich was. Aber ja, also ich gucke halt, dass ich jetzt solide die 69, 70 Kilo jetzt dieses Jahr halt bringe und dann ist ja, das auch erstmal okay. Ja. Also weil ich habe halt gemerkt, die Beine sind halt schon nochmal ein Stücken stärker geworden. Sieht man auch. Also die sind auch einfach größer geworden, muss man sagen so. Also wenn ich so Bilder sehe von Tokio oder so, da sind die halt wesentlich schmaler und da habe ich auch 70 Kilo gewogen. Also es ist schon bemerkbar, aber ich würde mir wünschen, dass halt am Oberkörper nochmal ein bisschen was abgeht, aber ja, muss ich geduldig sein. Also weil wir eh gerade über Daten sprechen, kannst du ein bisschen dein Profil verraten, so also Aufbaurate, was du zum Beispiel auch als VO2 Max hast, dass man so ein bisschen einordnen kann, weil ich meine, wenn du bis 17 Millimol kommst, bei einem 3-Minuten-Test ist ja schon relativ viel und du bist ja aber auch eher bei euch, denke ich mal, als Bergfahrer, wie es anhört, eingeteilt. Das heißt ja, du brauchst auch schon eine solide VO2 Max, die Attenz ja erstmal alle rum. Ja, also es hat mich ein bisschen gewundert, jetzt hier so der Aufbau beim Team, weil ich halt ja immer so ein bisschen vorher auf individueller Basis unterwegs war und dann halt viel so, ja, mich halt vorbereitet habe für so Swift-WM und sowas, die ja schon im Februar ist. Und habe halt dementsprechend so im Winter relativ viel VO2 Max und sowas gefahren, also Intervalle. Und war halt so anaerob echt gut fit. Und es ist halt jetzt ein komplett anderer Aufbau in dem Team. Also es wird halt einfach nur viel Schwelle gefahren, viel Krafttraining, was auch neu ist. Aber ja, also das ja, muss man auch erstmal irgendwie so raffen, dass es halt ein anderer Aufbau ist, weil du halt für eine ganze Radsaison planst, so, die im Februar losgeht und halt bis ja, Oktober, spätestens November geht. Und da brauchst du halt diese Grundbasis halt einfach, ne? Diesen Motor, also diesen Diesel halt sozusagen. Du brauchst halt einfach dann irgendwie diese krasse Schwelle und halt das Hochintensive kommt dann erst später. Also unmittelbar bevor die ersten Rennen halt erst losgehen. Und ja, also ich habe schon so ein bisschen irgendwie mir meine Zweifel gemacht, aber dann halt bei den Tests, die wir hier jetzt gefahren sind,
Und auch im letzten Trainingslager habe ich halt gesehen, okay, braucht man eigentlich keine Sorgen machen, weil die Power ist halt immer noch da. Also es ist, ja, sind wir, also Schwelle ist halt ganz klar halt, ja, eigentlich fast so mit der Besten gerade, weil wir das auch einfach trainieren. Forza Max könnte besser sein, aber da habe ich auch Vertrauen, dass es halt jetzt vor den Rennen noch ansteigen wird und dann ist das auch alles, was ich brauche, denke ich. Magst du die verraten, die Werte, oder eher nicht so? Es ist okay, wenn du es auch nicht sagen willst. Ja. Also wir sind, also klassischerweise hier diesen, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, diesen Inside-Test gefahren. Also ja, kennen wir. Genau, da halt irgendwie kam irgendwas mit 420er Schwelle raus oder so, wobei ich halt sagen muss, dass ich da auch schon bei so einem E-Cycling-Rennen auch mal mehr gefahren bin. Also ich glaube, es waren das irgendwie 435 über 62 Minuten oder so. Bei so einem Indoor-Time-Trial-Rennen. Letztes Jahr im Januar oder so war das. Ja, also weiß ich jetzt nicht. 420er Schwelle kann man irgendwie, weiß ich nicht, ich würde schon sagen 420, 430, sowas. Und VO2 Max, hatte ich mal hier bei dem Lukas Löhr mal gemessen gehabt. Mit, allerdings, da war ich recht schwer, mit 73 Kilo. Irgendwas mit 87, 88 oder so. Aber wenn man das runterrechnet jetzt auf 70, dann, keine Ahnung. Vielleicht irgendwas nah an die 90 könnte man da schon kommen. Krass. Ja. Und er hat halt eben irgendwie festgestellt, dass ich halt, erst, also weil klar, es gibt immer halt Laktat auch. Muss man ja noch ein bisschen. Ja, bisschen also es gibt halt immer Leute, die haben halt dann noch höhere VO2 Max, ne? Aber er hat halt eben festgestellt, dass ich halt eigentlich leichter. Wo das Level. Das ist halt leichter. Ja, also genau. Das ist halt, desto schwerer du wirst, desto. Also ich meine, aber ich habe es mal kurz hochgerechnet, das sind ungefähr 6,3, 6,4 Liter. Das guckst du mich so an. Ja, genau. ziemlich genau 6,3,5 oder sowas war glaube ich. Das ist schon, also so auch, was ich bis jetzt an Tests gesehen habe, ist schon gut. Schon okay. Da kannst du dir meist, da kannst du normal Sterblichen, den meist normal nochmal so halben Lungenflügel abgeben und den geben und dann hätten die trotzdem noch mehr, als sie vorher hätten. Vorher hatten. Ja, okay, solide. Nice. Wie hat sich denn bei dir so das Radtraining über die Jahre entwickelt? Ich meine, wenn du sagst, du bist schon immer Rad gefahren zum Ausdauertraining, aber war wahrscheinlich jetzt nicht ansatzweise so viel wie heute, oder? Nee, es war halt so quasi einfach, um Volumen zu machen. Also es war halt, wie ich ja vorhin meinte, also wir sind dann meistens nie mehr als eine Stunde oder 90 Minuten aufs Wasser gegangen und dann halt, um halt auf das Volumen zu kommen, dann nochmal so 2-3 Stunden Rad oder sowas. Und dann, wenn jetzt 2021, da warst du ja schon so, hat's ja schon die Idee, Radprofi zu werden nach dem Rudern und bist aber trotzdem noch Olympia gerudert. Mhm. Wie viele Radkilometer hast du da gemacht oder wie viele Stunden in dem Jahr? Ich glaube, es war nicht so krass. Es waren irgendwie vielleicht so maximal 15.000 oder so. Okay. Also ist jetzt nicht so krass jetzt. Also, ja. Was aber auch in dem Kontext, wenn nebenbei noch ruderst, schon viel ist. Ne? Ja. Also das ist echt nicht wenig. Ja, also wie gesagt, es war halt so mehr so ein Ausgleich halt. Und so dieses Rennfahren und so habe ich halt dann irgendwie immer mehr Lust bekommen. Und dann hat es sich halt so ergeben. Dann habe ich halt irgendwie versucht, irgendwo überall so meine Nase ein bisschen reinzustecken und so. Ja, lass darüber auf jeden Fall reden. Also. Und es war, also es hat sich ja schon irgendwie ziemlich lang gezogen, muss man ja sagen. Jetzt Stand 2023, habe ich es irgendwie endlich geschafft, jetzt in ein World-Team zu kommen. Ich wollte es halt schon immer machen und wenn ich halt zurückblicke, wenn ich die Gelegenheit gehabt hätte, hätte ich es auch so früh wie möglich halt gemacht. Also ich hätte es auch schon 2018 gemacht, aber es war halt immer im Hinterkopf, dieser Traum von Olympia, ne? Und das ist halt das, was da im Weg stand einfach, weil
ich mache den Sport, also ich habe den Sport seit meiner Kindheit gemacht und es ist halt auch so ein Stück weit Kindheitstraum und ich konnte damit einfach nicht abschließen. Also wenn ich diese Medaille nicht gehabt hätte, dann hätte ich da vom Kopf her nicht abschließen können und das war halt immer ein Weg. Aber ja, also wenn ich jetzt in Rio eine Medaille geholt hätte, dann wäre da auch Schluss gewesen, dann wäre ich auch direkt ab in Radsport, ja. Also schon so früh war das bei dir quasi eine Idee oder ein Wunsch, dann doch mal die Sportart zu wechseln? Ja, also es... Kannst du dich noch daran erinnern, wie das gekommen ist? Oder gab es irgendwie einen besonderen Anlass oder Grund, warum du gesagt hast, ey, Radfahren macht eigentlich auch richtig Bock? War das so durch das Training oder hast du irgendwo ein Rennen gesehen oder überhaupt den Radsport schon so verfolgt? Ja, alles. Also es hat dann halt einfach so geinfluenced, sag ich mal, ne? Also der... Dann, also irgendwann kam halt auch immer mehr Interesse dazu. Ich habe mir Rennen angeguckt, ich habe mir andere Radfahrer angeguckt und dann irgendwie kam halt der Gedanke, ja, kann man da auch mal ausprobieren und genau. Dann bin ich halt so anfangs halt nur so Swift-Rennen oder grundsätzlich fängt es ja mal damit an, Zeitfahren, dass du quasi egal welchen Komm der Welt holen konntest und auch meistens gemacht hast. Genau. Ja, also auch, muss ich dir recht geben, auch mit dem Strava fing das an halt, ja, dass man halt gesehen hat, oh, okay, ich kann ja irgendwie bei welchen Komms auch immer hier am Berg auch recht gut mitfahren, auch jetzt gegen die Profis und dann hat man sich da halt gedacht, okay, ja, man hat irgendwie schon ein gewisses Leistungsniveau da. Das auf die Straße zu bringen, in die Rennen zu kriegen, hat man dann auch immer gesagt bekommen, ist dann nochmal was anderes. Habe ich dann auch immer abgenickt und ja, ich weiß und ich weiß. Ist ja auch so, also, aber bin halt immer dabei geblieben und habe halt dann auch immer diese Leistung irgendwie weiterentwickelt, also neben dem Rudern. Und hab das halt nie irgendwie, ja, wie soll man sagen, vielleicht so ein bisschen wie so ein zweites Standbein im Sport, so, ne? Dass ich mir das immer im Hinterkopf hatte. Dass ich das halt irgendwann halt dann den Sprung machen will. Ist schon krass, ne? Dass man, also die meisten Menschen sind da einfach so, wenn überhaupt, auf eine Sportart ziemlich begrenzt. Also ich wüsste jetzt keine zweite Sportart, die ich noch hätte machen können. Also Fußball auf jeden Fall nicht. Ja gut, aber Radfahren ist ja auch so. Also ja gut, Radfahren und Rudern hat schon irgendwie eine Schnittstelle. Ne? Ja gut, aber das ist ja auch, das Krasse ist ja eigentlich, dass das Radfahren bildet ja nicht auch keine andere Sportart aus, aber es gibt so viele andere Sportarten, wo halt in dem Fall Radfahren genutzt wird als Ausgleich und du bist ja viel vielseitiger dadurch auch irgendwie ausgebildet. Ich meine, du kommst halt aus dem Rudern und bringst schon, du musst halt noch lernen, in Anführungsstrichen, ne? Also jetzt mal, wie man durchs Feld fährt, weißt du, also so gewisse Abläufe, die wir halt irgendwie von der Jugend mitbekommen haben, aber sonst bist du wahrscheinlich so rein vom Körper einfach viel gegebener, also du bringst halt schon viel mehr mit als die meisten Radfahrer, du bringst eine Stabilität im Körper mit, eine Kraft, ja, in deinem Fall auch eine hohe VO2 Max. Ja, genau. Weil das Ding ist halt, Schwelle ist halt gut trainierbar, ne? Schwelle haben halt viele Radfahrer eine gute und ich weiß halt nicht, also ich glaube so, wenn du es halt über Jahre machst, dir immer so in die Fresse zauen und diesen hohen Laktatpegel irgendwie auszuhalten, ich glaube, das ist ja auch am Ende, was halt auch Radrennen teilweise entscheidet, also in den entscheidenden Phasen, dass du halt da zünden kannst, ne? Also dass du kein Diesel bist halt, sondern da halt wirklich Viele Radrennen werden einfach in 10 Minuten entschieden. So, ne? Ja, und dann eben auch halt, so ein bisschen im Kopf. Und das habe ich mir bei Jason halt super früh damals schon gedacht. So, das, was du im Rudern schon gezeigt hast, ist halt einfach eine Gewinnermentalität. Du nimmst dir was vor und du schaffst es dann auch. Also du schaffst es, dich so auf dich zu fokussieren, dass du die Leistung in dem Moment auch bringen kannst, auf der großen Bühne da, ob das jetzt Olympia ist oder wo auch immer. Und das ist halt eine Fähigkeit, die... Ja, du hast halt nur 6 Minuten, eine Fähigkeit, die nicht viele mitbringen. Das ist dann auch das Ding. Wenn du es da verkackst,
also in einem Radrennen, keine Ahnung, fährt da eine Gruppe weg oder so, gut, dann hast du halt noch 3 Stunden Zeit irgendwie zur Not da wieder ranzufahren oder weiß ich nicht, ne? Aber wenn im Ruderrennen halt irgendwie, naja, ich sag mal, wenn ein anderes Boot halt, also und die auch auf einem guten Niveau sind, wie jetzt zum Beispiel die Iren, wenn die jetzt halt 2 Bootslängen Lücke aufgerissen hätten, wäre das Rennen so gut wie vorbei, weil die sind dann schwer wieder aufzuholen. Und es ist halt einfach, ja, dieser Druck, also du musst halt einfach hellwach sein in dem Ruderrennen und darfst halt keine Fehler machen, so. Also, Ja, dann lass doch jetzt mal. Ja. Lass uns noch mal, Andi. Ich will noch mal kurz zurück. Also komischer Vergleich, aber ja. Da habe ich deinen Namen tatsächlich zum ersten Mal nicht gelesen, aber in dem Zusammenhang habe ich von dir gehört. Und zwar hat mich nämlich Henrik Werner, ich weiß nicht, warum er, also ist wahrscheinlich auch so sein Ding gewesen, einfach irgendwelche Strava-Coms mal so sich anzugucken. Und der war, glaube ich, also in meiner Erinnerung der Erste, der deinen Namen erwähnt hat. So, der hat dich da schon irgendwie auf Strava entdeckt und ist hier schon als einer der Ersten gefolgt. Ich glaube, das war der Sakalobra. Das kann sein. Sakalobra hast du jetzt aber übrigens nicht mehr, ne? Da ist jetzt, hast du gesehen? Nee, nochmal gefahren? Nee. Ja, das ist schon geisteskrank. Also, ist schon gut. Aber ja, also ich bin da, ja, weiß nicht, vor 2018 oder so hoch. Und mit einer relativ soliden Zeit, solide Watt und ja, daraufhin hat er sich dann halt bei mir mal auf Facebook Messenger gemeldet. Ja. Ja, ja, krass. Facebook Messenger. Und wie viel, kann man das nicht irgendwo bei Strava sehen, wie viele Comps man hat? Doch, oder? Ja, auf jeden Fall. Da gibt es noch so eine Statistik. Irgendwie ist gerade das Signal weg. Was war dein Rekord? Weißt du das zufällig, wie viele Strava Comps du aktuell halten konntest? Da gibt es doch so eine Statistik, oder? Also, ja, es gibt halt, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das zu werten ist oder halt einzuschätzen ist. Ich habe irgendwie 50 Seiten oder sowas, aber habe auch schon Leute gesehen, hier so Phil Gaiman, wird ja jeder kennen, der ist ja auch verrückt in dem Metier und der hat auch irgendwie 150 Seiten oder so, aber ja, ich bin zufrieden. Also 50 Seiten ist okay für mich. Und welchen Strava-Com, welcher war der wichtigste für dich? Boah, der wichtigste. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich den hab, aber ich fand hier die Alp de Swift, fand ich relativ gut. Ja, aber ist ja kein echter. Ja, klar. Ist ja kein echter Berg. Ja gut, aber der wurde wahrscheinlich ziemlich oft schon gefahren. Von daher, wenn du da immer auftauchst, kenne ich dann auch einige Menschen. Ich weiß nicht, Monte Serra vielleicht, in Italien. Der ist krass. Den habe ich geholt. Und dann sind halt irgendwie Campenaerts und so im Trainingslager da ein Jahr später erst hin und haben wir den dann halt genommen, aber es waren auch nur irgendwie ein paar Sekunden. Es waren so 3 Sekunden oder so. Ja, da gibt es ja noch von früher, gibt es ja von Monte Serra noch so die inoffizielle Zeitmessung, ne? Also da gab es ja noch kein Strava, so von Ulle und so, ne? Wie nah war die Zeit daran? Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es der war. Also gibt es ja von verschiedenen Seiten. Ah, okay. Ich glaube, es war der von Booty heißt die Seite. Ja. Und der bin ich auch schon mal raufgefahren, aber so. weit von der besten Zeit entfernt wahrscheinlich. Hey. Ja, der ist ja auch steil. Also der ist, glaube ich, steiler als der normale. Wenn wir jetzt bei diesem Thema sind und bevor wir zu deiner richtigen Fahrradkarriere jetzt kommen, lass uns noch das Negativthema abhaken. Was ist los mit diesem Typen? Wie kam das? Jason Osborne hat einen Strava-Hater, ich glaube, es ist einer, der sich immer wieder neu anmeldet und keine Ahnung, was er sich für einen Film fährt. Wie ist das bitte entstanden? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es war tatsächlich auch bei der Alp de Swift oder so. Ja, also der hatte da auch irgendwie dann eine Einheit von sich hochgeladen und halt... Da haben halt relativ viele Leute drunter geschrieben, halt,
ja, dass das ja nicht sein kann und hier ein Hobby schnappt sich hier den Kommen und alles Fake Words und so weiter. Und ich glaube, also die richtige Wahrheit wird man nie erfahren, aber ich habe so ein bisschen spekuliert mit einem Kumpel und ich glaube halt, dass der das halt ein bisschen zu persönlich vielleicht genommen hat und so ein bisschen verletzt wurde dadurch und halt dann so ein bisschen psycho ausgeflippt ist. Und dann, ja, aber es ist nur eine Vermutung, aber es könnte so gewesen sein. Wie jetzt, es war immer nur, ist das echt einer gewesen, der sich immer wieder angemeldet hat und der unterschiedlichen Namen? Okay. Ja, also ich könnte mir nicht vorstellen, dass es irgendwie eine Gang ist oder irgendwas. Also so die Strava-Gang. Es ist auf jeden Fall richtig wild. Ich meine, der richtige Jason Osborne wurde ja auch mal gejagt. Vielleicht. Ja, stimmt. Aber ich habe nur noch. Haben die sich da inspiriert gefühlt? Ich habe mal geguckt, ich habe nur noch 7. Du hast 7 Coms. Ja, ist traurig, ne? Ich glaube, ich habe gar keinen. Ich habe so die Strava-Jahresauswertung. Wir haben Wilma und ich uns angeguckt und ich hatte irgendwie so 5 oder 7 Coms 2013 geholt oder weiß ich, oder 9 oder so und sie 147. Da habe ich mir auch gedacht, so, oh Mann, ey. Und sie ist einfach nur mit dem gefahren. Aber wir wollen jetzt nicht noch mehr Strava-Werbung machen. Ist viel zu teuer geworden auch. Genau. Geht alles zu Komoot. Ja, ab einem bestimmten Zeitpunkt wurde es dann halt so langsam ernst. Ich habe schon gesagt, Ralf Denk hatte irgendwie mal Interesse, so von Bora-Seite aus, ging das dann aber irgendwie nicht super zielführend weiter. Du hast dich dann auch TeamVision angeschlossen, also eine Agentur. Und das Erste, was passiert ist, nachdem du Olympia in Tokio für dich abgehakt hattest und die Medaille geholt hast, wie du schon gesagt hast, war dann sehr überraschend ein Stagiairplatz bei Quickstep. Was aber dann... Ja, Moment. Also wenn wir chronologisch vorgehen, war da noch was anderes. Bundesliga-Rennen? Ja, nee. Und Zwift-Weltmeister. Weltmeister klar, natürlich. Auf dem Fahrrad. Ich dachte, wir haben jetzt kurz den... Also, wir haben jetzt schon den Online-Sektor verlassen. Nee, also ich finde diesen Online-Sektor immer noch auch krass, weil... Also... Ich weiß nicht, wer ist der erste? Einfach. Ja, genau. War die erste WM, oder? Es war die erste WM und genau. Und ich glaube, so Mixed Online und Strava bist du jetzt der Erste, den mehr einfällt, der dadurch einen Sprung wirklich zu den Profis geschafft hat. Also er ist dieser Kombination wirklich zu den Profis, also nicht irgendwie in einem Conti-Team, sondern Jay Wine natürlich jetzt auch, aber der war ja noch nach dir. Aber du, oder? Kann das sein? Das war so der erste. Ja. Jason war der erste halt da in der Richtung. Und ich meine, du siehst ja auch gerade so eine Öffnung, ne, in die Richtung halt. Alpecin hat da, glaube ich, ist ganz gerade auch unser Team, ja. Ja, genau. Die sind da, glaube ich, ganz glücklich, dass Zwift denen ganz viel Geld überweist und dazu noch gute Fahrer bringt jedes Jahr. ich weiß nicht, wie andere Teams agieren, ob die jetzt, wie sehr die Strava ernst nehmen oder auch Zwift, um sich da Leute raussuchen. Aber was man jetzt mitbekommen hat, zumindest mal in Australien oder im englischsprachigen Raum, geschieht das schon öfters, ne? Dass Leute da irgendwie von der quasi der Plattform irgendwie in Profiteams reinkommen. Ja, also es war, ich sage jetzt mal, durch die Pandemie ja auch für Australier, Neuseeländer natürlich eine Möglichkeit, sich trotzdem in Europa bei den Teams zu präsentieren. Ne? Jason hat es gerade auch schon gesagt, du hast es auch irgendwie auch als Sprungbrett gesehen, um halt dein persönliches Ziel, World-Tour-Profi zu erreichen. Haben sie auch genommen. Ja, aber ich kann mir auch schon vorstellen, dass vielleicht irgendwie es in Zukunft auch Leute geben wird, die gar nicht auf die Straße wechseln wollen, sondern auf den Plattformen bleiben. Ich meine, wir haben schon mal hier drüber gesprochen, dass neben Swift ja auch dieses Swoosh ist von... Woosh, ja. MyWoosh, da gibt es ja auch schon ordentliche Preisgelder zu gewinnen mittlerweile. Kann ja sein, dass sich da auch noch so eine neue Disziplin etabliert, die sich dann auch lohnt, finanziell lohnt, professionell zu betreiben oder überhaupt es möglich ist, das professionell zu betreiben. Ne? Ja, das wird die Zukunft halt zeigen, aber ich finde, es ist noch alles ein bisschen
Ja, was die Professionalisierung angeht, also dass man auch wirklich davon leben kann und das halt Vollzeit machen kann, das ist halt noch nicht wirklich, wirklich gegeben. Also das sehe ich gerade noch nicht. Und es ist irgendwie so ein bisschen am Stocken. So, also aktuell sehe ich die Entwicklung nicht weiterlaufen. Das ist so ein bisschen, es hat gut angefangen so, aber ich weiß nicht. Aber jetzt also jetzt ist die Pandemie so, halt auch vorbei. Es gibt ja eigentlich keine andere. Ja, es gibt ja auch keine andere Plattform, wo es halt irgendwie wirklich ja irgendwie sowas wie Preisgeld oder sowas zu gewinnen gibt. Also außer vielleicht dieses Wusch, aber das ist halt alles so nicht wirklich im Gange, so wenn man mich fragt. Aber es gibt ja die. Ja, du musst halt auch erstmal den Investor finden und alles. Klar. Aber ja, ich finde es, ich dachte auch, dass da jetzt gerade in den letzten anderthalb Jahren irgendwie so mehr passiert. Ja, so mit der Pandemie und dann auch zum Ende hin. Aber irgendwie, wie du schon sagst, habe ich auch das Gefühl, dass es stagniert ist. Und das Einzige, was so Swift in diesem Kosmos Richtung Leistungssport noch am Leben erhält, ist eigentlich wirklich diese Academy-Sache, finde ich. Aber auch jetzt die WM findet für mich jetzt gar nicht mehr statt. Ich weiß nicht, hat die überhaupt noch die stattgefunden? Die kommt noch. Keine Ahnung. Die ist jetzt im Februar. Die hat es irgendwie, also die findet jetzt statt, aber auch ganz komisch irgendwie mit so einem neuen Format. Okay. Also das ist für mich auch ein bisschen fragwürdig. Ich weiß nicht, die haben halt irgendwie so, wie nennt man das? Also es ist so Elimination Race mäßig. Ja. Also es geht los mit dem Rennen, dann kommen erstmal nur 30 Leute weiter von, 150, 180 oder so. Also gibt es so Vorläufe quasi. Ja, tue ich mich ein bisschen schwer mit. Also ich finde so einfach klassisch ein Rennen, was so ein bisschen für alle irgendwie, wo für alle was dabei ist, keine Ahnung. Hast ein paar kleine Berge, nicht zu krasse Berge, wo halt auch noch einige Leute drüber kommen. Und jetzt vielleicht nicht so einen reinen Sprint, aber es sollte man ja hinkriegen. Also ich finde dieses ist ja eine Serie jetzt an Rennen. Du musst ja mehrere Rennen fahren und im letzten Rennen werden dann halt nur die Finalisten gegeneinander fahren. Irgendwie so habe ich das verstanden. Also so klassische Vorläufe sind das dann quasi. Ja, und ja, ich glaub, so kann man es sagen, ja. Wie sieht es jetzt aus? Revanche gegen Jay Vine? Jetzt ist er auch nicht mehr im Team. Ich weiß nicht, ob er da fährt. Stimmt, die werden gesponsert von MyWoosh. Also ich habe lustigerweise. Dann wird er mich jetzt mit Sicherheit nicht da fahren. Konkurrenzplattform. Aber fährst du mit, oder? Ich fahre mit, ja, aber ich muss wahrscheinlich irgendwie das Ding in den Emiraten fahren, weil ich die UAE-Tour ja fahre. Nach und der das Etappe liegt halt noch, genau. Oder? Nee, das ist zum Glück noch vorm Start. Okay. Irgendwie zwei Tage vorher oder so. Aber es ist ein gutes Warm-up auf jeden Fall. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes auf jeden Fall ein Warm-up. Aber ja, okay, von mir aus können wir jetzt auch aus dieser digitalen Welt rausgehen. Ich habe es ja schon anschneiden. Wie war die erste Stagiaire-Erfahrung bei Quickstep? Du hast wahrscheinlich auch jetzt nicht wirklich eine Story, wie es dazu gekommen ist. Es ist wahrscheinlich übers Management gelaufen. Wie war das Erlebnis? Wie war es hinterher? Genau, es war. Erstmal war das halt schon für mich so sehr krass. Also, dass ich direkt bei Quickstep da die Chance bekommen habe. Also, es war schon ein Brett so. Und dann habe ich mir auch gedacht, so, ach krass. Gleichzeitig aber auch musste man sich so ein bisschen. Ein bisschen bremsen so. Und nicht gleich zu viel auf einmal wollen und halt wissen, dass man halt ja erstmal viele kleine Schritte machen muss. So. Und ja, es war ein bisschen kompliziert so, weil halt ich aus der vollen Rudersaison gekommen bin und halt die Form nicht unbedingt radspezifisch so zu 100% gegeben war. Also es war halt aber du bist ja jetzt nicht wirklich spezifisch vorbereitet. Also selbst so ergebnistechnisch. Nee, das nicht. Was? Ja. Also jetzt bei Quickstep meinst du, der Prolog war ganz gut halt, aber ich habe halt auch, muss ich ehrlich sagen, nicht so viele Rennen einfach bekommen. Also ich bin
kannst von einer Hand abzählen. Also es war wirklich nicht so viel. Und dann halt leider auch, was ja auch normal ist, halt viel gecrashed am Anfang. Wo ich mich dann auch so ein paar Mal so gefragt habe, ah, willst du das wirklich machen so? Und, und das Team war auch gut, Quickset, also die haben mich auch gut unterstützt, aber ja, es hat dann halt am Ende nicht gereicht für einen Platz. Ist vielleicht auch ein bisschen, ja, also weil die ja kein sozusagen Demo-Team oder sowas in der Art haben. Also ist ja entweder World Tour oder ja, oder gar nichts. Und dann, klar, ist halt vielleicht auch so ein bisschen schwierig gewesen, halt, ja, dann einem direkt halt den World Tour-Vertrag zu geben oder sowas. Und dann habe ich so ein bisschen, ehrlich gesagt, so ein bisschen in so einer Krise gesteckt. Also das ist wahrscheinlich das Normal Life der Radprofis. Also es ist halt ist ja normal, dass man halt auch manchmal ein bisschen um den Vertrag bangen muss. Und das muss ich dann auch erstmal lernen. Das ist halt dann halt nicht geklappt hat, okay, was mache ich jetzt und so. Aber ja, dank auch des Managements, muss man auch sagen, hat man da den Traum halt nie aufgegeben und ist halt immer dabei geblieben und ja, Teams kontaktiert. Und dann habe ich aber trotzdem so gedacht, vielleicht Paris nochmal im Rudern. Okay. Habe das so ein bisschen als Übergang genutzt, weil ich halt ja nicht so richtig wusste, wird das jetzt noch was oder nicht im Radsport. Und dann auf jeden Fall, dass ich halt irgendwie zumindest ein Ziel hatte. So. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bin ich, wie gesagt, auch nach Offenbach da gezogen zum Rudern. Und ja, dann irgendwann war das im Februar, kam dann ein Anruf im Rudertrainingslager, dass sich eventuell was bei Alpecin ergeben kann. Und dann war ich auf jeden Fall ja, erstmal glücklich, aber halt auch dann vorsichtig. Mhm. So. Okay. Es ist ja so, es ist ja nichts ist ja garantiert so im Radsport. Und ja, dann irgendwie glücklicherweise, aber irgendwie nach irgendwie noch einem Monat so, habe ich dann irgendwie gehört, okay, du kriegst einen Platz im Development-Team, war das. Dann habe ich auch erstmal gesagt, okay, war ich absolut happy und habe halt gesagt, okay, gerne. Und es war so ein bisschen dann auch so vom Kopf her, ja, einfach so ein bisschen eine Erleichterung, weil halt der Weg halt weitergehen kann. So, es war, ist ja immer ein Weg gewesen so für mich und ja, der ging dann halt weiter. Und dann war ich erstmal mega erleichtert und ja, wusste aber auch, dass halt, dass ich halt wahrscheinlich bei den ersten Rennen, dass es halt wirklich noch nicht geil wird. Und dass ich halt da vermutlich... Du bist dann ja erst Mitte des Jahres eingestiegen, ne? Nicht so den sanften Einstieg haben werde, weil ich halt weil halbes Jahr Pause wieder gerudert und dann halt wieder in die Rennen so, dann ja, so ein Kaltstart war das dann ja, wieder. So schlecht war es nicht. Aber hat ja jetzt auch ganz gut geklappt so, ne? Du hast dann quasi einen Vertrag unterschrieben von dem Zeitpunkt bis Jahresende fürs Devo-Team. Ohne Aussicht irgendwie aufs World-Team, sondern erstmal einfach so Probezeit sozusagen. Es waren, ja, glaube ich, also es waren zwei Jahre Devo waren es erstmal gewesen. Okay. Also es waren schon 2 Jahre, weil die mir halt einfach auch Zeit zum Entwickeln geben wollte. Und da habe ich auch schon gemerkt, so okay, ja, denen interessiert das Projekt halt. Die geben mir Zeit zum Entwickeln und da habe ich auch erstmal, war ich auch erstmal happy. Und dann, dann ging das dann endlich weiter. Einmal kurze Frage. Also ich meine, als Devo-Fahrer in Deutschland, also sind 250 Euro Mindestgehalt als Conti-Fahrer, hast du dann da schon ein normales Gehalt bekommen, also was auch zum Leben reicht? Oder warst du irgendwie noch in Sportfördergruppe über das Rudern? Oder wie lief das dann jetzt das letzte Jahr? Genau, ich war noch in der Sportfördergruppe. Also weil ich mich ja entschieden hatte, quasi bis Paris weiterzumachen. Das war im Grunde genommen mal Glück im Unglück sozusagen. Also die lief dann halt noch weiter.
Aber ich muss auch sagen, also habe auch einen riesengroßen Unterstützer gehabt. Das war halt ja, Canyon. Also die haben das Ganze so ein bisschen abgefangen. Also klar, im Development-Team ist jetzt nicht, hast du jetzt halt keinen Riesenvertrag. Das wissen, glaube ich, alle, aber die haben das halt so ein bisschen kompensiert und dann konnte man davon halt leben. Ja. Ja. Und zusammen mit der Sporthilfe war das dann, ja. Ja, was ich halt interessant finde mit dem Devo-Team, ist ja wirklich so, vor allem die Rennen, die du am Anfang gefahren bist, ne, das waren ja eher so regionale, ich glaube, es waren noch keine UCI-Rennen in Belgien. Das war so Pro-Kermes, ne? Da, genau, die du auch das dann... Das erste Rennen war, glaube ich, die Elfsteen-Runde. Ja, also du hast ja dann auch relativ schnell Radrennen gewonnen und da denke ich mir, also ich meine, also man braucht nur deine Wattwerte anschauen und also ganz ehrlich, wenn man dich in so ein Amateur- oder Conti-Rennen reinwirft, also du musst dann nur noch auf dem Rad bleiben. Ne? Also auf dem Rad bleiben, vor dir alles freischieben. Ja, es war. Also und dann geht da nicht mehr viel schief normalerweise, oder? Erst so, also sobald ich das halt wusste da mit dem Team, dass es halt dann doch klappt, ja, dann habe ich halt alles auf eine Karte gesetzt. Ne? Ich habe meinen alten Coach angerufen, hier den Lukas Löhr, und meinte hier, ey, mach mich mal bitte so fit wie möglich, so schnell wie es geht. Also radspezifisch. Es geht bald los. Das hört ein Coach immer gerne. Ja. Ja, aber der hat mich dann auch echt wirklich geknechtet. So. Und das war dann, ja, vor den ersten Rennen war dann auch zu merken, Lukas, dass da halt... E-Mail, Inbox steigt. Genau. Ja, ich hätte noch gerne eine Frage so... Zu dem sportlichen Teil, ich glaube, Basti juckt schon in den Fingern, endlich mal so ein bisschen in den Trash-Talk überzugehen. Ich habe mal so ein paar Rennen von dir gesehen, noch aus dieser Zeit, bevor du quasi Weltmeister auf Swift geworden bist bei Straßenrennen. Das war, sage ich mal, ein bisschen holprig zum Teil. Wie wohl fühlst du dich mittlerweile in so einem Fahrerfeld und auf dem Rad? So, weil ich meine... Du hast jetzt schon ein Radrennen gewonnen in Belgien, das muss man ja auch erstmal schaffen. War vielleicht vom Niveau jetzt noch nicht so hoch, aber spätestens dann in Norwegen bist du dann auch bei den richtigen Profis vorne mitgefahren. Da muss ja auch irgendwo eine riesen Steigerung gewesen sein. Ja, es war halt irgendwie, es kam halt mit der Zeit immer so das Vertrauen. Also man hat halt einfach so dann diesen Grundinstinkt gehabt, so man wusste halt, was macht der Fahrer jetzt als nächstes sozusagen. Man konnte so ein bisschen lesen halt so mehr oder weniger die Situation. So, weil ich halt ja noch nicht so viele Radrennen gefahren bin, wusste ich das halt am Anfang noch nicht. Und dann mit der Zeit hat man die Moves halt so verstanden, die halt dann so im Peloton abgegangen sind, auch taktisch und so. Und ja, hier Anfang geht eine Gruppe weg, dann wird, ist ja oldschool so, dann wird geblockt so die Straße, wenn das die Konstellation halt passt vom Breakaway und dann wird kontrolliert so. Und das am Anfang wusste ich das alles noch gar nicht. Und dann hat es halt so, dann ging es halt so von Rennen zu Rennen. Und dann habe ich halt immer noch Fehler gemacht, aber kleine, die jetzt auch nicht schlimm waren. Und dann aber haben meine Teamkollegen mir halt auch immer wieder dann aus geholfen und gesagt, hier, ey, pass mal auf. Den und den kannst du doch fahren lassen und da musst du doch nicht hinterherfahren oder solche Sachen halt. Ne? Das war halt in den allerersten Rennen dann. Aber dann hat man halt schnell gelernt und dann, ja, gegen Ende ist es ja alles ein kontrolliertes Metier so, ne? Also jedes, gerade in der World Tour, ne? Da ist ja, also ist ja jedes Rennen so gut wie quasi, also jedes Team weiß Bescheid, was zu machen ist und wen man weglassen darf, wen nicht und so weiter. Ja, er ist auf jeden Fall zum Teil angenehmer, in einem World Tour Peloton zu fahren, als bei irgendwelchen KT- oder Amateurrennen. Genau. Das stimmt. Das war halt auch ganz geil hier bei den kleineren Rennen, die ich gefahren bin. Hier in Belgien, hier Tour de Liège und Brabant. Da waren ja viele Conti-Teams auch am Start und da war halt auch so Situationen wie, ich weiß nicht, da ist halt irgendwie vorne von irgendeinem Team jemand gewesen und dann war halt, ja, sein Teamkollege noch hinten und der fragte mich dann halt, ja, wieso fährst du denn nicht? Und dann sagte ich halt, ja, hier ist einer von uns im Breakaway. Und er so, ja, von mir auch.
Und so nach dem Motto halt. Und das ist halt dann der Unterschied, ja. Dass die halt da, dass halt alles abgesprochen ist. Und erzähl das bitte nochmal mit Norwegen, genau. Weil ich habe das auch verfolgt und das war ja wirklich tatsächlich dann auf der letzten Etappe so, dass du das Ding hättest gewinnen können, ne? Und ja, es war halt wirklich, ich war irgendwie auf einem Hoch, sozusagen, so kann man es sagen. Ich habe ja diese beiden Rundfahrten, klar, es waren jetzt keine, nicht so von der Wertung jetzt die allerhöchsten, aber hier Tour de Liège und Brabant da gewonnen und da hatte ich halt echt irgendwie so einen Lauf gehabt. Also da habe ich mich echt so, da war ich auf einem Hoch und mit der Form ging ich dann halt auch nach Norwegen. Muss allerdings sagen, ich hatte 2 Tage vor der Anreise noch ein Rennen gehabt hier in Löwen. Das Eintagesrennen. Und da hatte ich auch eine nicht so schöne Erfahrung. Da bin ich halt voll in den Stacheldrahtzaun rein, musste das Rennen abbrechen, bin halt mit dem Kopf in den Stacheldraht und hatte halt auch das ganze rechte Gesicht. Alles war vom Stacheldraht. Da kam der Arzt und alles und hat auch schon geguckt, ob irgendwas an der Arterie ist oder bla bla. Ja, musste ich halt das Rennen abbrechen. Das war halt 2 Tage vor Norwegen. Das war halt nicht so günstig, aber er hat dann halt trotzdem den Kopf nicht hängen lassen und dann war ja auch nur so ein paar Schramm. Es war jetzt nichts irgendwie gebrochen oder so. Und dann, genau, ging es halt nach Norwegen und am Anfang halt alles so ein bisschen, ja, jetzt ist nicht so viel passiert. Abgesehen davon, dass die erste Etappe halt so ein halber Weltuntergang war und für alle, ja, eine, wie soll ich sagen, eine krasse Erfahrung war, weil es halt, jeder kennt norwegisches Wetter, ne? Es war halt Dauerregen und gefühlt irgendwie 0 Grad und es war wirklich arschkalt, also es war wirklich krass. Und es war dann noch so eine 200 Kilometer Etappe, irgendwie 5 Stunden. Und mir war in der Etappe, mir war es so kalt, also ich habe 3-mal versucht, meine Jacke zuzuziehen, also den Zipper. Hab 3-mal angehalten am Straßenrand, hab's nicht geschafft, diesen Zipper hochzuziehen. Und dann irgendwann kam Shimano Service Car, kam jemand aus dem Auto und hat mir die Jacke dann zugezogen. Dem habe ich dann auch gedankt. Und dann irgendwann später, ich konnte auch keine Gels aus dem Trikot holen, weil meine Hände so kalt waren. Man musste sich fragen, hier, kannst du mir vielleicht ein Gel hinten rausholen? Also es war eine Grenzerfahrung. Und dann, so ging es halt los. Und dann, ja, das Wetter wurde dann zum Glück besser und habe mich dann so ein bisschen reingefunden halt einfach. Das ist ja ein Stage Race, muss man ja immer irgendwie sich so reinfinden, ne? Und dann lernt man ja auch so die Favoriten im Laufe der Zeit so ein bisschen kennen und wer halt noch so im GC halt mitspielt und dann hat man die ja in Beobachtung. Dann guckt man halt so, was machen die und ja, wie so ein GC-Fahrer halt. Und genau, dann kam halt die einzige, sag's mal, Bergetappe. Ich glaube, das war die 3. oder 4. Etappe, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall die Etappe vor der letzten vorne raus Etappe. War. Genau, das war, wo Ballerstedt im Breakaway war mit Taco van der Hoorn. Ja. Das war auch krass, weil einfach es hat gefühlt 1,5 Stunden gedauert, bis dieses Breakaway dann endlich gestanden hat. Das war schon auch nicht so locker. Und dann, ja, aber auf jeden Fall die Bergetappe. Und da wusste ich halt, okay, hier GC Etappe heute. Und da musst du wachsam sein. Und dann gingen die Attacken da los. Und Lafay ist, glaube ich, relativ früh losgeballert. Da war ich aber nicht scheiße positioniert, aber ein bisschen zu weit hinten und bin dann halt nur die Attacken von den Verfolgern so mitgegangen. Und ja, dann war das halt ziemlich hart und dann irgendwie, kann ich mich erinnern, war halt Lafay immer noch vorne weg und dann sind wir halt so in so einer 10er-Gruppe oder so angekommen. Es waren dann halt 10 Leute ungefähr zeitgleich. Und dann war das GC halt da, ich glaube, 5. war ich oder sowas und hatte irgendwie 15 Sekunden auf Lafay und alle anderen waren so innerhalb von 5 Sekunden. Und dann
genau, hatten wir den Bart Lessons als sportlichen Leiter gehabt. Und ja, also hier Conchi war auch noch nicht schlecht im GC. Und genau, der wusste halt, wenn wir im GC was machen wollen, dann müssen wir am letzten Tag halt, müssen wir ein Feuerwerk entfachen. So. Und der hat dann halt gemeint am Abend vorher hier bei den Local Labs, also war immer ein Berg drin, es waren glaube ich 3 Local Labs mit einem Megasteinberg. Es waren so 4 Minuten, 5 Minuten mit 10% plus. Und er meinte hier, wenn die Home Labs, die Local Labs hier anfangen, dann attackieren wir und dann versuchen wir das Feld ein bisschen auseinanderzureißen. Und ich war da nicht so geil positioniert und vorne halt Sparagli, Conchi, glaube ich, war noch mit dabei und ein paar andere Fahrer halt von anderen Teams. Es war so eine 5er-6er-Gruppe und ich war halt nicht so geil positioniert. Dann habe ich da so trotzdem durchgefädelt irgendwie und war dann halt vorne und sehe halt die Gruppe vorne mit Conchi, mit Sparagli. So, ich muss da jetzt rüberspringen und dann springe ich in diese Gruppe rein und dann habe ich erstmal gerafft, was das hier gerade für ein Traumszenario ist, sozusagen. Also, weil wir halt mit 3 Mann in einer 6-7er Gruppe waren und halt einfach, das Feld so quasi, also zusammen einfach das Feld auseinanderfahren können. Weil die Gruppe einfach gut funktioniert hat. Klar, wir 3 sowieso. Und dann hat man halt immer den Abstand gehört, der wurde halt immer größer zu Lafay. Und dann dachte ich so, ach krass. Lafay, also wenn wir jetzt 20 Sekunden haben, dann ist er ja virtuell gerade hinter mir so. Und dann habe ich halt, dann wusste ich halt, dass es diese Bonus-Sprints gibt. Also in jeder Local Lab bei der Ziellinie hast du halt 3 Sekunden, 2 und 1 bekommen. Ja, und Leknesund war ja vorne weg, solo. Also das heißt, er hat immer die 3 Sekunden geholt und dann waren halt noch 2 und 1 zu vergeben. Und dann habe ich mir gesagt, komm, versuch's halt und habe halt dann die sogar 2 Sekunden Sprints gewonnen. Einen auch gegen Hugo Hjul. Also der, das hat mich dann auch gewundert, weil der ja auch echt stark ist so. Und dann dachte ich, okay, geil, 4 Sekunden gut gemacht und und dann ging es halt so weiter und dann waren wir irgendwann halt im letzten Local Lab drin und dann ging es halt den letzten Anstieg hoch. Dann ist halt irgendwie Conchi attackiert und ist halt dann quasi hinter Leknesund ins Ziel gekommen und hat halt die Gruppe dann nochmal auseinandergerissen sozusagen. Und in meinem Szenario, ich war halt noch frisch, ich habe mich gut gefühlt, ich wäre dann halt mit Conchi mit und wir hätten halt zu zweit vielleicht die Lücke zu Leknesund zugefahren, aber dazu ist es halt nicht mehr gekommen, leider. Weil, wie gesagt, dann halt einfach die Kette am Fuße des Anstiegs gerissen ist. Fuck. Scheiße. Und es war halt dann Heartbreak war das. Also es war schon sehr hart für mich, ja. Weil ich wusste halt, ich habe mich echt noch gut gefühlt beim letzten Anstieg. Ich dachte so, geil, ey, wenn wir jetzt irgendwie attackieren, dann, weil Hjul war ja auch noch irgendwie, glaube ich, im GC gleich mit mir und den musste man halt auf jeden Fall distanzieren und dann, genau, kam es ja leider aber nicht dazu. Krasse Geschichte, ja. Ich habe das damals so, also ich habe es geguckt und das dann auch so mitgekriegt und es war halt wirklich auch als Zuschauer Heartbreak auf jeden Fall. Aber es haben dadurch, dass das Rennen halt nicht so... Aber man hätte die Etappe sogar gewinnen können. Also wenn man so mal rückblickend überlegt, Conchi hat da attackiert, ist halt alleine gefahren. So, wenn ich jetzt mit ihm gewesen wäre, hätten wir schön rotiert und hätten halt ein viel höheres Tempo fahren können, dann hätten wir die Lücke zu Leknesund und vermutlich vielleicht sogar zufahren können. Naja, aber kommt noch, Jason. Also kommt sehr, noch. Ich wollte gerade sagen, wenn das in der ersten richtigen Saison, so in der halben eigentlich schon, so nah, wenn du da schon so nah dran warst, dann kann man ja für dieses Jahr auf jeden Fall mal hier und da hoffen, dass dann die Kette hält. Ja, ich hatte leider im Laufe der Saison immer mal wieder so ein paar Defekts leider gehabt. Das war mich halt leider war nicht so glücklich. Ja, wir müssen jetzt mal ein bisschen Ausblick noch machen, ne? Bevor wir hier, wir haben auf jeden Fall schon mal wieder Marathon-Folge heute am Start.
Aber es ist auch spannend, also Dankeschön schon mal. Ja, Vorsätze, Ziele für 2023, jetzt erstmal ganz billig. Ja, das ein oder andere Ding abzuschießen. Hast du schon einen Rennplan? Also genau, es geht jetzt los mit Antalya, ja. Tour der Antalya. Das ist halt jetzt, also ist zum Einstieg ganz gut, habe ich gehört. Die sind nicht so lang, die Stages, und gibt eine Mountain Stage irgendwie, ja. So eine etwas längere. Dann geht es weiter mit UAE Tour. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Rennen so für mich. Ist ja vom Status World Tour, also boah, lass mich nicht lügen. Tour de Romandie fahre ich. Paris-Nice, Liège. Was war da noch? Das müssen wir aber noch in die richtige Reihenfolge bringen, auf jeden Fall. Aber hört sich ja schon mal nach einigen Definitiv Highlights an. Eigentlich nur Highlights. Ja, also als ich den Rennen, es war ein schönes Weihnachtsgeschenk, der Rennkalender, als ich den bekommen habe. Also da habe ich mich echt gefreut, weil ja, die mir halt echt richtig gute Rennen geben, so, die mir auch irgendwie liegen. Ja, und da will ich halt auch irgendwie, wenn möglich, irgendwo mal was abreißen. Er ist ein bisschen Zickzacklinie gefahren. Zickzacklinie. Irgendein Problem hat er, kein mechanisches Problem. Dein körperlich-physiologisches Problem. Zu wenig Benzin im Tank. Er hat einen Hungerass. Also es war Gegenwind natürlich auf dem Rückweg. Das war in Mainz, und dann hatte ich irgendwie noch 100 Kilometer zu fahren und war halt da schon extremst im Hungerast. Und dann war halt Gegenwind und es war halt so gefühlt 350 Watt, 25 km/h. Und dann kam ich halt zu Hause an und bin einfach direkt auf die Couch, was auch nicht schlau war, weil ich halt keine Kraft mehr hatte, mir irgendwas zu essen zu machen, oder hatte auch nichts da. Und war dann auf der Couch und bin sofort eingepennt. Also es war wirklich, und hab dann auch irgendwie, ja, drei Stunden gepennt oder so. Und bin dann aufgewacht und hab mich, fuck, ohne was zu essen, hab mich dann halt noch beschissener gefühlt, als ich aufgewacht bin. Aber ja, weil ich halt, wie gesagt, ich hatte nichts da. Es war, glaube ich, ein Sonntag, also einkaufen konntest. Klar konntest du was bestellen, aber ich bin halt einfach direkt eingepennt. Also ich hab mich auf die Couch gelegt, das war so eine Sekunde. Ja, sonst grundsätzlich, glaube ich, Jason Osborne ganz gut im Essen auch. Ganz gut im Kalorien vernichten. ja, Besenwagen schon mal gefahren? Rennbesenwagen? Nee, ich bin, das Einzige, was ich gefahren bin, war in Krankenwagen, okay. Hier in Löwen. Das ja, war gut, das zählt nicht. Wenn du. Also, da war dann vorbei das Rennen und dann, genau, wurde ich im Krankenwagen nach Löwen. Eine Erfahrung ist es ja auch mal wert, und wenn du dann mal im echten Besenwagen sitzt, schick mir ein Voicemail. Schick mir einen Gruß. Gut. Mach ich. Ja, gerne. Alright. Ich würde sagen, nee. Ich fand's super interessant. So diese Transformation vom Ruderer zum Radfahrer jetzt mal von dir zu hören. Hab das ja sonst immer nur über Ecken mitbekommen, und ja, freut mich auf jeden Fall, dass du das mit dem Bikehandling und in dem Feldfahren jetzt auf jeden Fall reinbekommen hast. Da hatte ich zwischendurch auf jeden Fall mal meine Zweifel, aber es scheint ja sehr gut zu klappen. Ich krieg sogar Komplimente, dass ich ein guter Abfahrer bin hier. Ja, also das hätte ich auch nie irgendwie gedacht, ja. Aber... Also ich meine, du bist ja auch schon auf viele Berge hochgefahren, wegen Koms, und musstest auch runter. Also dann irgendwann lernt man ja auch schnell runterzufahren. Aber was man ja auch mitbekommen hat, so zwischen den Zeilen, dass du ja irgendwie dann von Rennen zu Rennen relativ schnell gecheckt hast, wie der Hase läuft und was du eigentlich zu machen hast. Und von daher scheint eine gewisse Rennintelligenz jetzt ja, schon da gewesen zu sein im Vorfeld. Aber das kann natürlich auch einfach mit der. Ich meine, du kommst ja aus dem Hochleistungssport. Ist halt auch ein Wille da. So, ist, ne? Natürlich, das merkt man halt auch stark. Ja, du musst ja auf dem Wasser jetzt nicht durch ein Feld fahren, aber das. Ich meine, ist ja nicht so, als wenn du da einfach nur reinsetzt und gar nichts mehr machst. Also musst du auch ein bisschen nachdenken bei dem Sport, den du vorher gemacht hast. Gut, dann wünschen wir noch ein schönes Trainingslager. UAE Tour, was ist das? Green Mountain oder was? Jafar Hafid oder so.
genau, Green Mountain ist Oman. Ja. Da bin ich gespannt. Erstmal Antalya. Also kann man die Wette schon mal abgeben. Das ist quasi wie Alpe Swift, nur ein bisschen kürzer. Antalya kann man doch die Wette schon mal platzieren eigentlich. Nee, Antalya, das ist... Da wirst du viel Spaß haben, sag ich mal. Ja. Das ist so richtig. Das wird auch ein bisschen wieder... Das ist ein bisschen wie die Rennen in Belgien. Aber ich sag mal, ja, auf jeden Fall. Ich glaub, nach Malaysia gibt es da so viel Schlimmeres jetzt, glaube ich, nicht mehr. Okay, also, ich weiß es nicht. Von der Organisation her kann ich mir da nicht viel Schlimmeres vorstellen. Gut, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gegessen hast du schon. Jetzt wird gepennt. Wir sehen und hören uns. Genau, danke dir. Der neuen Saison und. Mach's gut, schön groß am Ballerstedt. Ja, ciao. Gebe ich weiter. Okay, danke dir. Ciao. Ciao. Ciao.